Moin. Letzte Folge. Hat sich Jojo zusammen mit dem Professor-Troll irgendwie erheben lassen. Zu den Chefs. Und Gaban hatte Stress mit Roger. Eigentlich 90% der Folge. Juri, viel Spaß und bleib geil. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Wie ist denn das, Jojo? Du brauchst da jetzt häufiger mal Leute, die mitkommen, wenn du irgendwo hingehst, damit die gucken können, dass dir keiner sagt, hihi, du bist die Neue, ich spritze hier einen Eimer Farbe ins Gesicht. Das stimmt. Wähle weise. Das kommt extrem drauf an, wohin sie muss. Ehrlich gesagt, ich denke mal, die meisten sind ja ziemlich ausgelastet. Konstantin ist, denke ich, erstmal ausgelastet, weil mit den ganzen Straßengeschäften da irgendwie, warum soll er das nicht weitermachen? Kaban und Vlad haben ihren ganzen Überfall-Gedönse-Kram da, das ist ja irgendwie viel. Na, Kaban, Alter, der ist jetzt richtig, der soll jetzt nach also Elder wird darum bitten, dass Kaban ihr jetzt ab und zu mal hilft, dann Kaban und Vlad, dann Kaban und Runner mit dir zusammen. Kaban kriegt auch nichts zu tun, der kleine geile Boy. Sehr gut. Am besten immer mit unterschiedlichen Leuten, weil dann fällt das gar nicht so auf, dass ich mit jedem mal trinke. Ja? Nach getaner Arbeit ist gut schlucken. Und ich denke mal, dafür wird sie am ehesten einen Koreaner nehmen. Gut. Es bietet sich an. Ja, der bietet sich vor allen Dingen an, wenn du jemanden dabei haben willst, sodass nicht jedem auffallen soll, dass du jemanden dabei hast. Wenn du jemanden willst, der direkt klar macht, ich habe meinen dicken Dude dabei, dann sollst du vielleicht doch eher jemanden wie Konstantin und Gaber nehmen. Oder ja, natürlich, aber das ist ja, sind ja dann andere Situationen. Dann greift man natürlich auf andere Leute zurück. Ja, und viele solche Situationen wird vermutlich auch gleich der Troll übernehmen, je nachdem, wenn sich das wisse. Ja. naja, das ist einfach ein scheiß Troll. Ja. So deine Umstellung, wenn sie dann öfter mal Begleitung braucht. Das stimmt. Die Leute freuen sich bestimmt, wenn sie mit dir Tampons kaufen gehen und so. Ja. Stimmt. Ich dachte, du kommst wieder mit. Jojo braucht keine Tampons. Hä? Ich dachte, damit kommst du immer. Ach so. Weil ich hab mir einfach alles das, was nervig ist, weggecybert, so wie sie es auch gehört. Das stimmt, aber die Gebärmutter hat sie sich nicht ersetzen lassen und... Ja, aber wenn sie ein Verhütungsimplantat da hat, warum hat sie sich nicht gleich irgendein Hormonimplantat? Was, also ich meine, wenn wir das heute schon besitzen, diese Technologie, kann die 2083 noch viel besser sein. Das stimmt. Na gut. Also ich meine, warum will man denn unbedingt bluten müssen? Das stimmt. Du hast ja recht. Und niemals ein Wesen, was tagelang bluten kann, um zu sterben. Naja. Das stimmt nämlich. Ich meine, dann kann er halt nur nicht mehr Gandhi sagen, in der Regel haben Wikinger rote Bärte, aber na gut. Genau, ihr befindet euch beide in der Brauerei. Denn man muss ja ab und zu mal ein paar Updates kriegen vom besten Barmann der Welt. Das stimmt. Das heißt, sitzt ich frage ihn mal, ob mein eigenes Bier da ist. Ja, wenn ihr das schon angefangen habt. Ja. Dann nehme ich gerne eins. Ich gebe das doch keinem, bist du bescheuert. Ja, Sekündchen. So, da. Du auch. Nee. Das ist ein Kaban-Spezial. Hat auch nur zwischen 2 und 7%, je nach Pass. Ich hol mal schnell noch Proto, ne? Und der random Dude, der dort die Klos putzt, holt Proto, dessen einziges herausstechendes Merkmal ich nicht komplett gerade vergessen hatte. Das wäre ja traurig. Grüezi!
Kaban, trinkst du schon wieder die letzten Reste von dem gemeinsam hart erbrauten Bier? Das ist einfach eine Unart. Das ist ja, also, das hat man mir nicht gesagt, dass das letzte ist. Ist es auch nicht, aber wenn ich dir das immer wieder sage, dann hältst du dich vielleicht zurück und ich habe am Ende ein bisschen mehr. Ich bin ein eiskalt gewiefter Geschäftsmann. Siehst du, und deswegen trinke ich halt. Immer wenn ich hier bin. Ja, dann ist mein Plan nicht so ganz aufgegangen. Also, wie ihr seht, ist der Laden gut besucht. Es sind noch nicht ganz die richtigen Leute da, aber ab und zu trifft man dann schon das ein oder andere Gesicht wieder. Ach, Zwiebel neulich. Ach, ich hoffe, die kommt heute Abend nicht wieder. Das war eine Trauer. Ein Trauerspiel, man kann es gar nicht beschreiben. Unglaublich. Ich war am Ende so genervt. Ich wollte schon sagen, geh doch scheißen, bist du deppert. Aber meine Güte, es ging halt, es war unglaublich. Da kam nichts bei raus, sag ich mal. Was hat sie denn gemacht? Wieso? Fassen wir es einfach kurz, es sind die Männerprobleme, meine Güte, Liebeskummer. Ich dachte, wir wären alle über die Zeiten hinaus, aber es ist ein unglaubliches, nerviges Ding, dieses Geheule. Und dann am besten hätte ich vermutlich Eis bringen sollen oder einen Liebesfilm. Ich weiß auch nicht mehr ganz, was da los war. Es war einfach nicht schön und ich hoffe, ich muss es nicht wieder erleben. Es war nicht fruchtbar. Ja, ansonsten. Das musst du bist als Barmann jetzt beschäftigt. Du musst jetzt auch die Seelsorge aller anderen Menschen übernehmen. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag. Das stimmt, aber das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ich pfeife auf ungeschriebene Gesetze. Es war auch lange ein ungeschriebenes Gesetz, dass Frauen beim Sex keinen Spaß haben sollen. Dürfen sogar. Und? War das ein gutes ungeschriebenes Gesetz? Natürlich nicht. Was soll das denn? Ihr könnt euch ja gern selber drum kümmern, ist auch eure Bar. Also das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich diesen Unfug machen soll. Ich dachte, ihr versteht euch gut. Ja, aber doch nicht in solchen Fragen. Liebeskummer, meine Güte, bist du 12? Ich nicht. Ja, siehst du. Ansonsten war das Kalifat da und hat nur kurz mitgeteilt, dass es sich doch nicht hier niederlassen will. Es hat wohl irgendeine andere Sache gefunden. Genaueres weiß ich aber auch nicht. Aber sie sagten auch, dass öfter jemand hier sein wird, um hier natürlich trotzdem noch die Kunden abzugreifen und hier ein bisschen Präsenz zu haben auch. Dann gab es da noch diese Gerüchte. Ich weiß nicht, wie viel ich darauf geben soll, aber es wäre sicherlich wichtig, das mitzuteilen. Es gab Gerüchte, dass diese Chinesen hier im Norden mit der Red River Gang ein paar Geschäfte einzufädeln, ganz kleine Sachen, ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen. Vermutlich ist es der Hass gegenüber Xena, der sie ein bisschen antreibt, wenn das stimmt. Es sind keine sonderlich zuverlässigen Quellen. Ein Säufer, ein notorischer Lügner, ein Autist quasi, aber ungefähr so sozial verträglich wie ein guter alter Asperger. Also, ich weiß nicht genau, was ich darauf geben soll, aber wenn dem so ist, ist es natürlich für euch von Interesse. Das stimmt. Okay. Und ihr hattet ja Stress mit diesen Polizisten, da sollte ich mich auch nochmal kurz umhören, die da irgendwo abkassiert haben. Tatsächlich hat sonst keiner etwas davon mitbekommen, dass sie das auch in der Nähe von eurem Turf irgendwo machen. Aber es gibt natürlich genug korrupte Bullen, die sich jetzt zusammenschließen, wo die Worry weg ist, um selbst was in die Hand zu nehmen. Aber es scheint nicht so, als würden sie nochmal irgendwo hier in die Nähe kommen. Okay. Gut, wenn du noch was hörst, dann... Ja, natürlich. Alles klar. Ja, Kapan, wie schmeckt's dir denn nun eigentlich? Jetzt muss ich ja die ganze Zeit darauf warten, dass du endlich dich in deinen orgiastischen Freudentaumeln ergehst. Wir haben irgendwas anderes gemacht bei diesem Pass, oder? Nicht, dass ich wüsste. Doch, ich probier mal. Das ist ein bisschen... Das ist so... Das hat einen anderen Nachgeschmack.
Ich werde jetzt bestimmt nicht aus deinem Glas warten. Nein, das schmeckt ganz normal. Oh. Sind das vielleicht einfach deine Geschmacksknospen? Du weißt, ich habe einen erlesenen Gaumen. Ja, es ist ja nicht so, als könnte man den sich nicht auch ein bisschen zerstören, nicht wahr? Na, wo tue ich denn? Ja, weiß ich nicht. Siehst du. Also. Wie rauchen, trinken, Drogen, zu viel scharfe Soße jeden Tag nur Säu-Döner essen ist auch nicht das Wahre, um seinen erlesenen Gaumen zu behalten. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass vielleicht das Glas nicht hundertprozentig sauber war oder ein bisschen Spülmilz noch drin war. Vielleicht war es das, vielleicht auch nicht. Nee, weiß nicht. Also keine Ahnung, das schmeckt irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mache das Glas dann mal leer. Und nimm mir dann ein neues Glas mit einem neuen Bier und probier's das. Keine Ahnung, entscheid du. Ja, das schmeckt besser. Da war es wahrscheinlich das Glas. Hey, du da, willst du ein Freibier? Es ist ein halbes Freibier. Hier, ja, lass dir schmecken, ist was ganz Besonderes. Das ist etwas ganz, das ist ganz was Feines. Da solltest du wirklich dran genießen. Das ist ein wirklich besonderer Geschmack, den bekommt man nicht so selten. Ja, trinke und trink, ja. Übrigens siehst du, wenn er trinkt, dass unten am Boden sitzt und ganz leichter grüner Schimmer ist. Leichter grüner Schimmer? Na, wie von Spülmittel. Ja, siehst du, das ist ein Gesicht, das freut sich. Ja, schön. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das war nicht so ein sonderlich sauberes Glas. Das tut mir auch leid. Tja, ja, ist ja alles gut. Ist ja nicht so, als wäre es giftig oder so. Nein, Spülmittel ist ja nicht giftig. Ja, so ein Orkmagen, der muss schon einiges aushalten. Wir müssen an der Qualität unseres Personals arbeiten, ich merke das schon. Ich spüle eigentlich sehr gerne, aber ja, vielleicht ist mir da einfach kurz, da hat mich vielleicht jemand unterbrochen. Vielleicht war ich so genervt von Zwiebel, ich weiß es auch nicht, es wird nicht wieder vorkommen. Was hast du denn für ein Problem damit? Was hat sie denn gehabt? Den ganzen Abend hat sie rumgeheult. Mit dem Tisch auf den Tresen und mir gesagt, was das für ein Arsch sei und dann doch jedes Mal auf ihr Comlink geschaut, ob es sich gemeldet hat. Und dann war sie noch trauriger, weil sich dieser Arsch nicht gemeldet hat. Und dann wollte sie mit mir über Männer lästern. Was weiß ich denn von Männern? Meine Güte, ich weiß schon nichts von Frauen. Und dann, ich weiß auch nicht. Sie ist einfach da, immer direkt in deinem Sichtfeld, heult da rum auf dem Tresen, dreht nur manchmal den Kopf leicht und sagt, meine Güte, Mädchen, werd erwachsen. Ja, das ist natürlich bitter für sie. Aber hey, sie findet bestimmt den richtigen. Und dann hast du auch deine Ruhe. Das zweite ist das Wichtigste. Sie sollte vielleicht gar nicht mehr auf Männerfang gehen. Ob das was hilft? Ich meine, uns macht das ja auch nicht glücklich, wenn wir nicht mehr bei Frauen landen, beziehungsweise gar nicht mehr auf Frauen eine Suche gehen. Das spricht für dich. Was? Bist du Androgyn oder was? Was soll das denn? Ich bin sehr zufrieden mit der Frau, die ich gefunden habe. Ich blasse sie auf, wenn es Zeit wird, und ich packe sie zusammen, wenn ich fertig bin. Einmal ausspülen in der Woche reicht aus. Oh. Das war natürlich nur ein Scherz, das ist eine selbstreinigende Puppe. Ich bin doch kein Ekelmensch. Ja, was weiß ich denn? Ich trau dir ja vieles zu. Ja, siehst du aber nicht, dass ich so ein Widerling bin. Nein, ich muss auch nicht in den Puff zu einer Hure gehen, um dann dort irgendwie...
meinen Samen abzuleichen wie so eine Kröte unter die jungen Dinger irgendwie noch mit meinem alten Gemächt irgendwie schocken, das muss auch nicht sein. Man hat halt Bedürfnisse und dafür holt man sich halt entweder eine Flashlight oder eine aufblasbare Puppe oder was einem gefällt oder legt selbst einmal Hand an, aber dieses ganze Weibergetue. Und wenn ich ein wenig schmusen will, dann geh ich halt und kauf mir einen Teddy. Einen Teddy. Okay. Und zur Not auch eine Katze oder einen Hund oder einen Wellen, das vielleicht nicht. Bei der Erwähnung des Hundes verziehe ich das Gesicht. Wobei, ich habe jetzt auch gesehen, dass es eine ganz neue Tierreihe gibt, das fand ich sehr interessant. Kleine Kinder sollten diese Werbung nicht sehen, das sind quasi Miniaturtiere, also eine Mini-Giraffe, die ist dann nicht ganz so groß wie ich mit Kopf und dasselbe auch als Elefant, das ist quasi Petite Animals. Ich fand das sehr interessant, stell dir vor, so ein kleiner, lustiger Elefant, der dich früh mit seinen Petite Stoß Animals von ja, Petite mit, Furry. Ja, ich weiß nicht genau, irgendwas in der Richtung. Der sich das damit Glas liegt dann kaputt. Hoppala. Kannst du das mit deinen Kräften haushalten, sagst. Entschuldigung, das hat wohl einen Sprung gehabt. Ja, das passiert ja manchmal. Ich bring dir ein neues. Das ist nicht so das Problem. Ich glaub, ne? Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich Plastikbecher hole, falls auch mal jemand das gegen die Wand wirft oder auf den Boden. Es kommt ja vor, gerade bei Schnapsgläsern, aber es hat halt dann doch keinen Stil. Wirf die Gläser an die Wand, bis die Wand zusammenbricht. Ja, das muss ja auch mal sein, ich verstehe das ja. Ich verstehe es natürlich erst weniger, wo ich abends dann den ganzen Mist wegkehren muss, aber meine Güte. Das gehört alles dazu. Du bist jetzt ja ein Geschäftsmann, ein ehrlicher. Da musst du auch ehrliche Arbeit tun. Soweit kommt's noch. Zur Not hier. Jojo hat auch bestimmt eine Drohne für dich, Reinigungsdrohne oder so. Ja, das werde ich mir auch noch anschaffen. Alles mit der Zeit, so Investitionen nach und nach. Die kommen dann schon. Irgendwann werde ich bestimmt auch keine Lust mehr haben, das Geschirr selbst zu spülen. Dann hole ich mir ein Geschirrspüler und was nicht alles dazugehört. Ja, aber das dauert alles noch ein bisschen. Was ich noch hatte. Es ist nicht ganz leicht, die Getränkevorräte zu beschaffen. Einfach weil die meisten Ausgabestationen, die automatischen, die haben einfach keine Rampe für mich oder irgendetwas und ich habe mich schon umgesehen, ob es vielleicht einen günstigen Transportservice gibt für manche Sachen, aber die sind alle schweineteuer. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr da etwas wisst. Ja, da haben wir was. Ja, wir kennen ein Transportunternehmen. Ja, raus mit der Sprache. Hier melde ich mal da. Maxi Taxi. Mhm. Ja, das ist ein Taxi-Unternehmen. Die haben auch einen Transport-Service. Sekunde. Ich habe vergessen, was ich zu diesem Transport. Ja, das ist ja ein Kurierdienst. Das ist ja größenbeschränkt. Da kann ich nicht 75 Kästen Wasser, verstehst du, Wasser, ranholen. Oh, die hatten die nicht auch einen Lieferwagen? Nein, die hatten Kurierdienste für die Taxifahrer und das sind halt dann kleine Sachen. Das heißt nicht, dass die Taxis keine Kofferräume haben und so ein Shit, ne? Mhm. Und die haben ja auch Trolltaxis, die sind groß. Ich wollte schon sagen, da funktioniert das doch mit den großen Dingern. Ja, es ist bisher bloß halt nicht im öffentlichen Präsenz das Angebot, sag ich mal. Das funktioniert trotzdem, die haben auch große Wagen, damit können die auch mehr transportieren. Ihr sagt's also, ihr sprecht erst mit Maxi Taxi und dann rufe ich da an, dass ich derjenige bin, weil ansonsten wird ihr sagen, was bist du für ein Depp? So sieht's aus. Gut, dann Dankeschön, dann werde ich das mal einrichten. Nur für mich zum Planen, was denkt's, was das kostet? Teilen wir die dann mit, aber es wird nicht mehr sein als bei anderen Transportunternehmen, auch wahrscheinlich eher weniger. Ja, das hoffe ich doch, weil die anderen kann ich mir zurzeit nicht leisten. Nee, kriegen wir hin. Schön. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Gut.
Du brauchst die Lieferung wöchentlich oder zweimal in der Woche oder wie oft kommt dann sowas auf dich zu? Ich würde da einfach nochmal kurz überschlagen. Manche Sachen sollte ich dann doch abholen. Aber so gerade, ja, ich denke, ich komme hin zur Zeit mit zwei Lieferungen pro Woche und ja. Okay. Dann. Das sollte sie hinkriegen. Gut. Dann, Proto, es hat mich immer gefreut. Ja, es war Entschuldigung nochmal Kapern wegen des Klassis. Ach, alles kein Problem. Mein erlesener Gaum hat das ja rausgefiltert. Ja, hast schon recht. Juti, dann wünsche ich dir was, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal. Also zum Matti, wenn ich was ist. Ja, natürlich, bis zum nächsten Mal. Ach ja. Dann kriegt die nette Dame einen Telefonanruf, damit das abgeklärt werden kann. Sie freut sich über jeden Auftrag, den ihr verschafft. Jedenfalls sagt sie das. Ja. Achso, und also du gehst ja raus, telefonierst mit der, geht Richtung eures Wagens oder Motorräder, wo ihr mit ihr kommen seid. Oder redest du noch einen Anruf von Proto. Ich hab's vergessen, vielleicht kommt's nochmal wieder. Komm nochmal wieder. Siehst, das hatte ich schon fast, aber ich hab's mir zum Glück aufgeschrieben. Es war eine Tante da, die gefragt hat nach euch. Eigentlich nur nach dir, sie benutzte den Namen Johanna. Aber es war ziemlich klar, dass sie auf dich hinaus... Also, es war relativ für mich klar, dass sie auf dich hinaus wollte. Was war das für eine? Es war ein Menschenweib, so ungefähr 1,70, vielleicht 1,75 groß, mit recht starrer Miene und... Also, permanentes Lächeln. Ich dachte schon, das muss langsam wehtun, aber die Augen haben nicht mitgelächelt. Und... höflich, jetzt nicht über, ja, ruhig, abgeklärt, würde ich sagen. Und, Kleidung war jetzt nichts herausstechendes oder so. Hat sie irgendwas hinterlassen? Nein, die hat nur nach einer Johanna gefragt und die sagt, ich kenn keine Johanna, was willst? Und sie hat dann eine Beschreibung abgegeben, die halt dann, ich kenne nicht so viele Frauen, die fast meine Größe haben. Ja, nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Wenn die nochmal wiederkommen sollte, dann guck, dass du sie irgendwie festhalten kannst und ruf bitte an. Gut. Muss ich mich in Acht nehmen? Möglicherweise. Verstanden. Versuch sie eher irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln, irgendwas anderes. Oh, das wird nicht leicht, aber ich kann sicherlich. Oder sag ihr, dass Johanna dann kommt oder sowas. Ja, ich sag ihr, oh, sie ist dann immer Mittwochs zwischen 20, 22 Uhr irgendwann da. Oh, was für ein Zufall, heute ist Mittwoch, was hast du für ein Glück. Sowas in der Art. Super, danke. Ja, Entschuldigung, dass nochmal zurückkommen musste, aber... Ja. Ah ja, ich hab gerade telefoniert, du kriegst eine Lieferung und das kostet dich pro Lieferung. Hier bitte sinnvollen Betrag einsetzen. Hä, die macht das kostenlos? Das heißt ja nicht, dass wir kein Geld daraus kriegen können. Also die Lieferung macht die kostenlos, solange die das Geld bekommt für die Ware. Okay. Gandhi hat ihr gesagt, sie sollen ein paar Leerfahrten machen, ohne Menschen. Ah, okay, ich verstehe. Naja. Die soll erstmal das Geschäft ein bisschen aufblähen. Und dann später kann man das füllen mit anderen Plätzen, wo ihr Geld eintreibt und so, weil wenn
Ne, wenn ihr irgendwo Geld eintreibt und ihr deren Geschäfte zum Laufen bringt, indem die zum Beispiel Transportkosten sehr günstig oder kostenlos bekommen, kann man gute Vernetzungen schaffen und dann kriegen alle mehr Geld und freuen sich. Okay. Und alle sind zufrieden, die sagen, das ist eine tolle Gang, die hat sich ja eingerichtet, dass ich hier kostenlos in den Zoo komme oder so. Cutie. Ach ja, stimmt, das war ja anders geregelt. Okay. Tja, wir können das halt. Cutie. Also, wie gesagt, Fahrten sind geklärt, meldest dich da. Ja, danke. Und klärst dann die Details. Maxi Taxi, schöner Name, gefällt. Geht ins Ohr, hm? Ja, ich möchte direkt ein Liedchen trällern. Das kommt vielleicht von dieser Jingle, die im Radio ballert, über Maxi Taxi. Habe ich noch nicht gehört, aber ja, sicherlich vielleicht deswegen. Ja, keine Ahnung, wie auf diese Idee kam, da Werbung zu schalten. Aber hey, tschakka. Alles klar. Dann adios, Muchacho. Jojo geht. Sie wird den Troll auch dann... Nee, das macht sie, wenn sie da ist. Den informieren über das, was da los war. Mit der Red River Gang und der 43 und so. Oder sein könnte. 93. Entschuldigung. Und... ja. Ich nehme mal an, dass man da nochmal hinterher guckt, entweder selbst oder man findet jemanden, der es macht. Ja. Okay. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein, denke ich. Ja. Ja, das ist easy, das müssen wir nicht behandeln. Das passt schon, steckt ein paar Spähposten dort irgendwo hin und guckt, was sie machen. Ja. Die Schlingel. Cutie. Tun sie denn irgendwas, was nicht gut ist? Bitte? Tun die denn irgendwas, was nicht gut ist? Müssen wir denen auf den Finger kloppen? Das sage ich euch, wenn ihr was wisst. So. Und mit uns Informationen verheimlichen. Oh. Schlimm. Schlimm. Ja, ich hab dir auch vorenthalten, dass dein Hund ein Ablaufdatum hat damals. Ja. Ich hasse dich und Evo insgesamt. Hey, ich hätte es damals bei Horizon kaufen sollen. Die haben sowas nicht. Du hattest nur 500 Nuyen für das Viech bezahlt. Was denkst du denn? Er hat die müssen 50 Nuyen dafür bezahlt. Siehste, die müssen ein bisschen Geld mit dem Viech verdienen. Das war eine Langzeitinvestition, die ihnen erst jetzt nützt. Die waren so ein Gutmensch, die haben dir das Vieh für 50 verkauft, damit du schon mal Freude hast. Und wenn es dir nicht gefallen hätte, weil es nur ein scheiß Köter ist, dann hättest du es ja jetzt abkratzen lassen können. Meine Güte. Erst eine soziale Bindung aufbauen lassen und dann ausbluten lassen. So sieht's ja aus. Ja, das ist richtig widerlich und du spielst quasi mit meinen Gefühlen, ja. Stell dir mal vor, du bräuchtest irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt mehr von diesem Special-Zeug. Das wäre halt unlucky, ey. Schnauze. Ich glaube, ich muss irgendwann mal einen Arzt umbringen. Jo, gute Idee. Der hat das Viecher gezüchtet. Einfach aus Prinzip. Stellvertretend. Nee, ich würde nie etwas dagegen sagen, wenn ihr Ärzte tötet. Das ist meistens die richtige Adresse. Carmen, wir haben übrigens noch einen Weg vor uns. Wir müssen noch in den Knast. Was? Warum? Besuchstag. Schön. Ist das ein Problem mit meinem ganzen Einbauten? Das ist nicht. Also zur Klarifikation. Das direkte Gespräch wird dann aber nicht mit reinkommen können, auch bis vor der Tür quasi. Du weißt schon, wenn Jojo dann durch die Schleuse geht, wieder in den Knast und an so einem Tisch sitzt, aus Metall, mit so einem schönen Metallstuhl. Good times. Oh ja, die besten. Vermutlich wird
Nee, doch nicht, schade. So. Red River Gang 93. Interessant, ja. Naja, ich meine, die brauchen Geschäftspartner, aber... Ja, die sind nur die falschen aus. Das, was Proto vorhin gesagt hat, das, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal dranbleiben. Das klingt ziemlich merkwürdig. Was? Johanna? Ach so, das. Ja, Almina? Klar. Ich habe irgendwann letztens schon mal das Gefühl gehabt, dass ich die gesehen habe. Also es ist schon ein bisschen her, aber ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich bin bescheuert oder sehe Geister, aber offensichtlich... Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass man die rausgelassen hat. Du, ich habe keine Ahnung. Wenn sie höflich war und zumindest dazu in der Lage, ein Gespräch zu führen, vielleicht schon. Aber trotzdem ist das merkwürdig. Vor allen Dingen, dass sie mich noch sucht. Und dass sie bis hierher gekommen ist. Die sollte eigentlich nichts wissen. Oder Horizon hat irgendeine andere Scheiße mit ihr angestellt. Darüber wollen wir lieber nachdenken. Gott. Dieses Monster. Da hätte ich auch, kann ich auch gut darauf verzichten, die wieder zu sehen. Also handelbar, aber... Die war völlig durch. Naja, ihr wart ja die besten Freunde. Gott, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre oder so? Ja, gut, locker. Scheiße. Vor allen Dingen, warum sollte die nach mir suchen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich wüsste auch nicht, was hast du denn damals mit ihr abgesprochen? Ich hab gar nichts mit ihr abgesprochen. Null. Die wusste überhaupt nichts von mir. Die wusste nicht mal, dass ich aus Moskau komme. Eigentlich. Oh, oh Mann. Also wirklich gar nichts. Die hat gedacht, also alles, was ich ihr erzählt habe, war, dass ich, glaube ich, Studentin war und, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie die Story damals war, doch, Studentin, Magiestudentin, Gedönse. Ich habe ihr nichts anderes erzählt, als ich dem Doc erzählt habe. Ja, aber wie kommt die denn auf uns dann, also wenn das die ist? Oder ist es halt jemand von Horizon, der, ne, an uns rantreten möchte? Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Horizon irgendwas will. Dann könnten sie auch die Info haben. Ich meine, ich will nicht wissen, wo Horizon seine Informationen herkriegt, damit die haben vielfältige Flüsse. Ist nicht so, als hätten die dieses Ding gekauft, nachdem ihr den Job durchgezogen habt, ne? Wisst ihr ja. Ja, eben, deswegen ja. Aber was für ein Interesse sollte Horizon an uns haben? Ich hoffe, gar keins. Wir haben nichts mitgenommen. Das Ding gehörte noch nicht Horizon, als wir den ganzen Kram durchgezogen haben. Also insofern, warum sollten die in irgendeiner Form Interesse an uns haben? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Kannst du nicht sagen. Scheiße. Oh. Ja, die ganze Runbar. Eine scheiß Aktion. Ja. Aber ich überlege gerade ernsthaft, anzufangen, die Alte zu suchen, weil ich will wissen, was die von mir will. Hat man nicht in dem Laden die Kameras aufgestellt? Zur Sicherheit unserer Kunden? Ganz sicher nicht. Ärgerlich. Hatte Proto Cyberaugen? Hat er vielleicht eine Aufnahme von der Alten? Keine Ahnung, ob der Cyberaugen hat. Jojo ruft Proto nochmal an. Grüß dich! Hast du ein Bild? Wovon? Von der Frau, die gefragt hat. Ach so, leider nicht, nein. Schade. Ich hab da nicht schnell genug geschalten. Okay.
Danke. Ja, sicherlich. Wenn du das nächste Mal kriegst, sofort eins und Live-Aufnahmen und was nicht alles. Es wäre nett, wenn du die Ohren mal aufhalten könntest, ob die noch woanders nachfragt. Ja, ich versuch's. Okay, danke. Ah, Idee. Wir machen jetzt noch einen kurzen Abstecher zum Teuf. Vielleicht taucht die da auch noch auf. Okay. Warum Teuf? Warum soll die da auftauchen? Weil sie auch schon in dem Laden aufgetaucht ist. Warum sollte sie nicht vielleicht auch im Teuf auftauchen? Hm, Point. Wir fahren nochmal dahin. Juri, es ist voll, aber die sind nicht da. Dafür, ich meine, Zwiebel ist da an der Bar und heult, aber... Zwiebel? Naja, na. Na, Zwiebel? Ach, hallo, dein Maulnummer Ficker. Was hast du denn? Boah, geh mir weg mit deiner beschissenen Mitleidskacke da. Du siehst halt kacke aus gerade. Was hast du denn? Willst du ein Bier? Boah, Alter, fick dich. Sie geht erstmal aufs Klo. Alles klar. Die hat gerade einen Hass auf Männer. Ah, ich merke das grad. Was darf's denn sein, du alter empathischer Typ? Ein Bier für mich oder ein Bier für die Person auf dem Klo? Ist das jetzt Ilka oder? Das ist jetzt Ilka. Alles klar. Bringst du ihr das aufs Klo? Ganz sicher nicht. Ich werde die kriegt jetzt ja, ich kenne ja jetzt nicht aus Frauenklo Schnaps. Nein, die kriegt einen Schnaps und der ist bunt und vermischt mit süßem Zeug und Schirmchen. Solange du ihr das auch gleich aufs Klo bringst. Weil ich glaube, die kommt da nicht so schnell wieder runter. Sag mal. Hier hast du dein Bier. Danke. Jojo grinst. Sie sitzt daneben und grinst. Ach, immer wieder schön. Ilka? Ja. War hier in letzter Zeit mal eine Frau und hat nach einer Johanna gefragt? Nee. Okay, sollte die auftauchen, wäre ich sehr erfreut, wenn... Sollte die auftauchen, wäre ich sehr erfreut, wenn ich zum einen ein Bild bekäme und du mich anrufen würdest. Ja. Die ist ein bisschen merkwürdig. Also sie wirkt vermutlich irgendwie ziemlich surreal. Also nicht vom Aussehen her, aber vom Verhalten her. Sie scheint in der AI ein Fenster zu öffnen. Und wie äußert sich das dann, wenn man so... Also... Na... Von ihrem Verhalten her irgendwie ziemlich kühl oder was heißt kühl, aber Sarkasmus und Witz sind nicht gerade ihre Stärke. Ich sag mal, es würdest du einen Computer losschicken, der irgendwie mit einer ziemlich primitiven KI, der anfangen soll, sich mit Leuten anzufreunden. Ach so, die war da, ja. Ich war nur verwirrt, weil wenn ich das eingebe, dann kommt mir ein Bild mit Uhren, die zerlaufen irgendwie. Ja, die war da. Na, so eine war da, ja. Wann? 3 Wochen oder sowas, vielleicht 4. Hast du ein Bild von der? Nee. Warte mal, ich kann mal die Aufnahmen durchgucken. Aber das wäre liebensgewürzig. Das dauert halt jetzt die ganze Weile, ne? Aber ich kann dir ruhig einfach geben. Hat die noch irgendwas gefragt? War die einfach hier? Die war hier, hat sich umgeguckt. Also, wenn du sowas meinst, wie zum Beispiel, die ist keine Kurven gelaufen, die ist halt... Ja, genau. Genau, die dreht sich halt dann auf der Stelle um und geht in die nächste Richtung, ja. Nee, die kam an, hat sich umgeguckt. Dann ist sie aufs Frauenklo. Dann ist sie aufs Männerklo. Dann wollte sie mit jemandem was spielen. Da, glaube ich. Und dann ist sie gegangen. Okay, hat aber auch nichts gesagt, ob sie nochmal wiederkommt, oder was? Nee, die hat nicht mal zu den Leuten beim Spielen was gesagt. Die ist dahin und hat
sich ein paar Pfeile genommen und wollte dann auch da drauf hämmern. Okay. Wenn die wiederkommen, bitte ruf mich an. Ja. Beauty, danke. Klar. Sie guckt zu Kaban. Kaban. Jo. Ich will mir da jetzt nicht zu viel rausnehmen, aber... Ja? Also, bring niemals einer Frau ein alkoholisches Getränk aufs Klo und lass es ja auch nicht bringen. Die kommt ja sowieso jetzt und wird eine Weile nicht runter. Ja, aber... Ja, und Alkohol hilft gegen Schmerzen. Weißt du, wie die Klos hier aussehen? Ja, Gott, mein Gott, das ist viel. Die meisten Frauen fänden das, glaube ich... Die trinken auch nicht gern auf Toilette, so. Auch nicht, wenn sie sich heulend in der Kabine einschließen. Dann denken sie nicht, jetzt so ein leckerer... Apple-Tini. Genau. Das ist nicht so die richtige Atmosphäre. Das ist wie, als müsstest du dein Wildgulasch auf dem Trollklo essen. Während der Deckel oben ist. Da müsstet ihr mal vielleicht auch Klos reinigen. Wenn das nach wenn das Frauenklo nach Troll riecht, dann wissen wir Bescheid. Ich geb's auf. Kaum anders, hat was mit Sensibilität zu tun. Ach, Zwiebel kann das ab. Das könnte das sauberste Klo der Welt sein, das macht keinen Unterschied. Die soll sich nicht so anstellen. Krieg einen Drink, ist doch gut. Na egal. Passt schon. Alles klar, besten Dank. Wir müssen auch noch weiter. Mach's gut. Im Rausgehen sagt Jojo zu Kaban, naja, ich sag mal, die einen stellen sich an, die anderen kaufen sich einen Hund, ne? Was soll das jetzt heißen? Das soll überhaupt nichts heißen. Das heißt nur, dass jeder andere Möglichkeiten hat, mit sowas umzugehen und... Alles gut. Ich wollte nur, dass du verstehst, wie sie drauf ist. Ja, jetzt kommt man halt drüber weg. Ja, stimmt. Nacht hier. Tür ist offen. Sie geht. Gut, dass sie jetzt meinen versteinerten Blick von hinten nicht sehen kann. Du böses Kind. Oh, sie wusste schon, was sie da gesagt hat. Ich mag das. Sie will mich leiden sehen. Nee, sie will dich nicht leiden sehen. Sie möchte einfach nur, dass du... Wollte dir einfach nur was beibringen. Ja, nee, ist klar. Sadistin. Vielleicht wolltest du dich auch ein bisschen leiden sehen, das kann schon sein. Thank you, Senpai. Notice me. Jodi. Vor mir Fängnis wartet Albina und bringt euch beide um. Ach nee, warte mal, das kommt ja später. Cool. Wo ist mein Kaltgetränk? Ach so, das ist leer, gut. Ja, ihr fahrt zum Knast. Die Prozeduren sind ein bisschen länger. Ihr habt nämlich eine Magierin dabei und jemanden, dessen Essenz ein bisschen weniger ist. Da müsst ihr die ganzen Waffen erstmal abgeben und so ein Shit. Ah, übelster Spaß. Schöne Durchsuchung. Und was nicht alles. Ach, ist das toll. Dann wird Kaban quasi bis in den Vorraum gelassen. Dort kriegt er sein Messer wieder. Yay. Und Jojo geht dann in diesen Gesprächsraum, dann irgendwann kommt er auf Latt rein, der andere. Alex. Der nämlich. Der Vater. Kommt da rein stolziert. In seine Hallen, sag ich mal. In seine Grenzlande. Ach, der ownt die schon, ja? Ja, naja, klar. Dann lässt er sich da hinsetzen, seine Beine waren noch nie so breit, Junge.
Alter Verwalter. Hä, na was denn? Das ist doch offensichtlich das einfachste Dominanzverhalten, was es sieht. Mehr Raum einnehmen. Joshua hat's damit echt leicht. Das stimmt nämlich. Ist ja schön, dass du mal rumkommst. Wie ist der Tässchen Kaffee? Ja. Er klopft, also er haut mit der Faust auf den Tisch. Ein paar Minuten später kommt ein Typ von hinten, also vom Gefängnistrakt rein, der zwangsweise offensichtlich zu einer Frau umfunktioniert wurde. Kaffee, zweimal, das gute Zeug, beil dich. Dann würde er rausgehen und wenig später mit Kaffee zurückkommen. Und eine Zigarre für euch beide. Alter. Naja, ihr kümmert euch, habe ich gedacht. Na klar. Na, dann ist das so, ja. Also ich meine, es ist so eine Ekelzigarre, die er schon immer gehabt hat. So die zwei Nuyen-Dinger. Ja, ja, darum geht's nicht. Dann würde er die entzünden und sein Tässchen Kaffee trinken. Na, was geht? Keine Ahnung. Nicht viel, würde ich sagen. Ab und zu kommt dieser Lappen vorbei, der mit dieser Katzenphobie da. Und labert noch irgendwas, aber bisher sieht es ja nicht so aus, als würde irgendwas passieren. Ansonsten, ja, läuft. Müssen halt ab und zu schon mal ordentlich hier Leute zusammen prügeln, weil manche das einfach nicht verstehen. Aber was willst du machen? Judy, braucht ihr irgendwas? Ja, Cash wäre halt eigentlich immer gut, muss ich sagen. Okay. Wenn ihr aufs Locker sitzen habt, dann immer her damit. Und der Bliss-Nachschub könnte noch ein bisschen besser laufen. Da muss immer schön was nachgestoppt werden. Ja, Moment, sind wir noch dabei, ein paar Dinge zu regeln, aber in den nächsten Wochen. Ja, pass. Umstellung. Na gut. Mein Enkel, macht er sich? Ist der langsam schon ein bisschen goblinisiert oder was? Kommt schon langsam der Hauer durch? Noch nicht, aber es wird bestimmt noch. Also, langsam wird's mal Zeit, dass er mir ein bisschen Trockrock vorspielt, wo er mal anfängt, ein bisschen Kopf zu schütteln, sonst wird das nicht mehr. Naja. Abgestillt hast du aber, ne? Willst du mich verarschen? Natürlich. Na, dann rein ist mit der ersten Molle, oder was? In die Flasche. Naja. Wenn er halt nicht anders trinken kann. Der ist ein Jahr alt. Was erwartest du denn? Naja, mir ist egal, wie der das kriegt, aber so ein bisschen Bier muss da schon langsam reinlaufen. Was? Ich dachte, Vlad hat das erste Bier auch erst mit 5 gekriegt. Naja, aber Vlad war ein Ork. Der hat ein paar Vorsprünge, der Junge muss da was werden. Der braucht einfach nur ein bisschen länger, um zu reifen. Naja, und wie beschleunigt man das? Willst du, dass der clean und hässlich bleibt wie du, oder was? Naja. Na, siehst du. Wird schon. Ich würde jetzt sagen, ich bringe ihn dir beim nächsten Mal mit, aber sie guckt sich kurz um. Nee. Bist du blöde? Umgebung passt nicht ganz für den. Der ist noch nicht so weit. Später dann. Du meinst, wenn er 5 ist? Naja, so Sommerurlaub bei Opa oder was? Macht man das nicht bei euch feinen Leuten? Sommerurlaub bei Opa? Naja, ihr lernt doch was fürs Leben. Das stimmt, aber... Der kommt mit 5 rein und ist erwachsen. Mit 5? Da geht er dir bis zum Knie. Ja und? Wenn du meinst... Dann ist er doch alt genug, um jemanden vor der Bude von vorne ins Knie zu springen. Ja.
Ja. Naja, das macht er schon. Wenn der Mutti Stickkopf kriegt, dann passt das. Ja. Wer ist nochmal die Mutter? Ah, du, ja, dann passt das. Das ist noch nicht ganz klar, aber die Vermutung liegt nahe, dass ich das bin, ja. Alter, lässt du dir einen Kuckucksalter irgendwo in den Bach legen? Bist du blöder? Ich bin verrückt geworden. Muss mal sicher gehen, Alter. Das ist aber schon deine Hautfarbe oder was? Schon, ja. Also. Naja, ich sag mal, ich sollte wissen, was ich monatelang mit mir rumgeschleppt hab. Da jetzt so verrücktesten Geschichten. Am Ende merkst du dann, scheiße, du warst einfach nur fett und hattest Blähung. Das wäre natürlich scheiße. Und die Leute geben dir aus Mitleid irgend so einen Balk in der Hand, damit du nicht weißt, wie du dich hast gehen lassen. Die Story gefällt mir. Ja. Klingt total vernünftig. Joshua kommt gleich auch noch vorbei. Also der Prof. Was will denn der hier? Der passt doch ja auch nicht durch die Tür. Hat eine kleine Umstellung gegeben. Na, ich bin mit Mischa sehr zufrieden. Der weiß, wie es läuft. Ich will ja auch nicht irgend so ein Professor-Troll. Nee, deswegen nicht. Aber es gab Wahlen. Also. Ihr habt ein Troll gewählt, Alter. Nee, nicht alleine. Seid ja blöde. Wieso? Was sollen da Thesen? Dass wir uns entschieden haben, jetzt unsere Doppelspitze hinzustellen. Das ist ein schöner Begriff für den Gehirnten, aber hä? Zwei Leute. Seid ihr denn wahnsinnig? Wieso? Das ist doch völlig bescheuert. Hat doch bisher auch immer geklappt. Ja, aber wer... Nee, da gab's einen Chef. Und die anderen haben es mal gehalten. Wer ist denn jetzt der Chef? Er und ich. Glückwunsch und so, aber... Ob ihr blöde seid? Du willst mir sagen, der ist seine rechte Hand. Nee. Jetzt echt zwehe? Ja. Und zu wem gehe ich da jetzt, wenn ich irgendeine Nutte totgehauen hab? Sag ich dann, oh, ich gehe zum Chef, scheiße, wer ist denn das jetzt? Der dann netter ist? Zu einem von beiden halt. Und was ist, wenn ich sage, ich will 75 Knarren kaufen, zu wem gehe ich denn dann? Zu einem von beiden. Wie stellt ihr euch das vor? Naja, in der Stadt hat sich dadurch, dass die Warriors weg ist, ein bisschen was geändert. Das heißt, wir müssen viel mehr abdecken. Aha. Auch viel mehr Bereiche abdecken. Aha. Die ganzen Zwischengeschäfte, die bei die Warrior liefen, die ganze Zeit, müssen wir jetzt selbst machen. Das heißt, wir müssen noch an die anderen Leute ran. Aber ihr seid schon noch eine Yang und nicht irgendwie... Willst du mich verarschen? Na klar. So Kredithobelverein, Schuggelmann und Söhne. Natürlich nicht. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass nicht so viel Bedarf besteht, irgendwie, dass andere jetzt aus dem Schmutz kommen und irgendwie meinen, jetzt Boss spielen zu müssen. Hä, ja, und wie ist das? Dann ist das so, dass der eine sagt, wir müssen aufhören und der andere sagt, weniger zu trinken oder was? Wir müssen halt mehr quatschen. Wir müssen uns halt absprechen. Aber prinzipiell, Naja, aber warte mal, bist du da jetzt mein Boss oder was? Ja. Und der? Ja. Der ist doch kein Jahr dabei. Der ist jetzt
zwei oder drei Jahre dabei. Wirklich? Ja. Naja, wenn du denkst, dass es eine gute Entscheidung ist, dann, dann seid ihr halt blöde. Aber wie ist denn das, wenn ich rauskomme unter dieser Anwaltsfuzzi meinte, ich komme vielleicht eher raus als der Rest, dann bin ich ja auch noch Boss oder was? Machen wir dann einen schönen Dreier oder Sandwich, wie stelle ich mir das vor? Das gucken wir dann. Das gucken wir dann. Du willst mir sagen. Du willst mir sagen, dass ich dann nicht mehr als Chef bin, oder wie? Das gucken wir dann, wie das dann läuft. Das gucken wir dann noch. Stellst du dir das aber nicht ein bisschen leicht vor, ne? Also, wie du mich loswerden willst, da würde ich dich dann gerne mal sehen, also. Loswerden will ich dich nicht. Naja, als Chef. Ich meine, so ein Dreieck ist doch viel schöner als eine Doppelspitze, oder was? Ist doch stabil. Es ist nicht die stabilste Form im Naturreich. Das stimmt, aber du brauchst dann sowieso erstmal ein bisschen Zeit, um dich wieder einzugewöhnen, oder? Bist du behindert, oder? Denkst du denn, was ich... Je nachdem, wann du rauskommst. Nee, du hast es oder du hast es nicht. Also komm ich raus und hab es. Und bin ja da, wo, also ich komme da raus und die Leute werden schon wissen, was abgeht. Das ist da Ausstrahlung. Ach so. Naja, klar, die kriegst du in die Wiege gelegt, kommst hin und sagst, aha, das ist er, also der wird mal Großes machen. Naja, komm ich hier raus und sagen die Leute, oh, das ist ein Großer. Also, ich meine, das hat noch Zeit, aber ich meine ja bloß. Ist ein bisschen chaotisch bei euch, ich merke das schon. Nö, es hat mit Chaos nichts zu tun. Naja. Ach so, ihr macht das, weil dann einer von euch jetzt sich Leute schnappt und ihr dann nach Joffrino geht. Jetzt sag das doch gleich, Mann. Na klar, du bist ja dort eigentlich auch hergekommen. Nimmst du die Leute mit und ballerst dort und wieder das Ghetto fein auf. Naja, siehste. Wir müssen jetzt erstmal Leute zusammenkriegen. Es fehlen ein paar. Naja, das sag ich ja. Und ob wir uns Joffrino zurückholen können, ist fraglich. Was ist das für eine Frage? Wenn du das nicht kannst, hast du dich nicht angestrengt. Was ist das für eine Muschi-Aussage? Das ist keine Muschi-Aussage, aber es lohnt sich nicht. Was? Das ist zu Hause? Bist du bescheuert? Natürlich ist das mal zu Hause, aber es ändert nichts daran, dass es sich nicht mehr lohnt. Hey, bist du jetzt Bankier oder was? Ich bin kein Bankier, aber die ganzen Strukturen da sind weg. Da ist nichts mehr. Dann baust du dir wieder auf. Das erfordert nicht viel außer einer harten Hand. Bist du nicht diese Stahltussi? Na, hast du dann nicht die härteste aller Hände außer meiner? Ja. Naja, was ist denn da jetzt überhaupt zu überlegen? Ob sich's lohnt, hä? Wir haben das Gebiet, was wir jetzt haben, ausgeweitet hinten, auch ins D-Gebiet rein und nach Sokol rein und den ganzen Kram. Die Strukturen, die wir in Joffrino hatten, können wir da einfacher aufbauen. Aber ihr wollt jetzt den Leuten zeigen, dass ihr euch so riesen Dörfer abluchsen lasst und das dann auf sich beruhen lasst, oder wie stelle ich mir das vor? Wir haben es ja an anderer Stelle ausgeweitet und uns zurückgeholt. Also du, jetzt mal Tacheles, du willst da nicht rüberreiten und alles planieren? Nee. Gott, du bist so verweichlich wie dein scheiß Bruder. Was habe ich denn falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht, aber du wolltest jemanden, der mitdenkt, und den hast du. Ich wollte jemanden, der mitdenkt, aber trotzdem noch ein paar Eier irgendwo findet in seiner Hose. Hat er. Pff, der? Ich rede von dir, wenn überhaupt. Aber da bin ich anscheinend auch an der falschen Adresse, oder wie? Bist du nicht, aber nur weil dir gerade nicht gefallen, wann die mal rausgeholt werden müssen, heißt das nicht, dass die nicht da sind. Ich merke aber nicht viel, dass da irgendwas sein könnte, was man rausholt. Wie lange willst du denn suchen? Bis nächstes Jahr? Sag mal, stehst du unter Muschi-Pantoffel oder wie? Unter Muschi-Pantoffel kannst du nämlich nicht klar denken.
Das stimmt, aber unter dem Schuh vom ehemaligen Boss auch nicht. Denkst du, ich bin der Einzige, der so denkt? Hier sitzen 40 Leute drin und die sagen, es wird echt Zeit, dass wir wieder in den Osten aufbrechen. Die fragen sich schon, was ihr da eigentlich macht. Das stimmt. Ein bisschen rumpimmeln oder so? Und wie stellst du dir das vor? Nehmt euch Männer, dann geht ihr da rüber. Dann tötet ihr. Und dann lasst ihr euch dort nieder. Und dann macht das so wie früher oder ein bisschen anders. Aber denkst du, ich hab Lust irgendwie jetzt meinen Lebtag mit dieser Enttäuschung, mit dieser Schmach zu leben? Will die anderen mich jeden Tag anglotzen, Alter, weil ich so einen Fehlschlag produziert hab? Übertreib's nicht. Pff, wird Zeit, dass du da wenigstens jetzt zeigst, dass aus dem Hause Alex was kommt, was sie Eier findet, darüber zu gehen und sich die Scheiße zurückzuholen, die halt uns hier hört. Manchmal wird's Zeit umzuziehen, Alex. Das ist dein letztes Wort. Das ist mein letztes Wort. Fein, dich kennengelernt zu haben, neuer Boss. Ich warte dann mal, bis er treu kommt, dass ich auch nochmal Hallo sagen kann. Tschüss. Er wird aufstehen. Sie schüttelt mit dem Kopf und geht. Aber warte mal. Wir müssen da aber nochmal kurz diesen Würfel benutzen hier. Ah, das reicht mir nicht. Vielleicht würde er noch seine Zigarre in deinem Kaffee ausdrücken. Vielleicht kriegt er seinen Kaffee samt Zigarre auch zurück mit den Worten, du hast deine Zigarre vergessen, und dann geht sie. Das lässt sie sich nicht bieten, das kann sie sich jetzt nicht bieten lassen, auch wenn es der Fall ist. Nee, genau, was hast du jetzt gemacht? Jetzt hat sie den Kaffee genommen und ihm seine Zigarre inklusive Kaffee zurückgegeben. Da, angeschubselt. Da hast du es ihm jetzt aber... Nur, also dass ich das richtig... Ich bin gerade ein bisschen dumm, das kennst du ja, aber einmal in 48.000 Tagen passiert das. Der nimmt seine Zigarre, die an war, und tut die quasi in deinen Restkaffee, so die Hälfte oder so, vielleicht noch drin sein. Mhm. Und was du dann machst, ist, du nimmst dann deine Tasse mit deinem Kaffee und seiner Zigarre drin und schiebst sie ihm rüber. Nein, er kriegt sie ins Gesicht. Den Teil, siehst du, der hat mir gefehlt. Sie geht trotzdem jetzt. Naja, ich muss überlegen, ob dir ein Stuhl hinterher fliegt oder nicht, verstehst du? Da drin kann sie nicht zaubern, ne? Sonst kriegt sie ein Riesenproblem. Du hast die pure Möglichkeit, hast du schon, aber ich weiß nicht, wie gerne das hier sehen ist. Ich glaube gar nicht ganz so sehr. Also die werden übrigens im Neufall nicht, die werden erstmal kommen, dich mit dem Taser bedrohen und dann hast du vielleicht was zu erklären und vielleicht was zu zahlen, ne? Wenn du nicht das ganze Ding in Schutt und Asche legst. Aber ich muss erst noch überlegen, was er macht. Ja, okay. Also du gehst dann, drehst ihn um und gehst, nachdem er sein Zeug im Face hat. Mhm. Du bist ja genau so eine Enttäuschung wie der andere. Du kannst weniger mitdenken, als ich dachte. Vorsicht. Sonst? Überlege dir genau, wer hier was sagen hat. Und wie du mit mir umgehst. Wir sprechen uns wieder, wenn du dich eingekriegt hast. Das werden wir ja sehen. Dann jeder. Ja, die Tür wird für dich geöffnet. Sie. Was war das denn? Sie bleibt noch irgendwann stehen. Daddy, du hast davon nichts mitbekommen. Achso, ich dachte, du bist in dem Forum, darf ich. Ja, aber der Forum hat eine Schleusentür, die kein Fenster hat. Die hat nur Kameras. Also, ich meine, wenn dem Wärter vielleicht ein bisschen was zu ihr steckt, hast du Kamerafeed bekommen, ja. Ja, das hätte ich gerne gehabt. Gut. Ja, gut, nee, sie macht nichts mehr. Er ist immerhin noch ihr Vater irgendwie, das honoriert sie ihm noch irgendwo. Wenn sowas nochmal passiert, wird sie ungemütlicher. Und
Okay, aber da Kaban ja jetzt das mitgesehen hat, ne? Was war das denn? Ja, ne? Genau. So, Entschuldigung, was? Ich frage, also Kaban fragte dich, was war das denn jetzt? Nichts. Alles klar. Boss. Ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass ich nicht einmal Vlads Namen benutzt habe, ne? Ja. Schön. Das war mir auch so, ist schon aufgefallen. Das ist sogar Kaban aufgefallen. Naja, Jojos Namen wird er dann ja wahrscheinlich auch bald vergessen haben. Na, wenigstens hast du nicht abgedankt. Das war halt noch schlimmer. Nee, sie hat angedankt. Ja, zur Hilfe. Aufgedankt. Aber halt auch nur halb, weißt du? Ach, der alte Mann wird's entweder noch verstehen oder eben nicht mehr. Alte Menschen sind meistens sehr einsichtig. Das stimmt. Vor allem, wenn sie immer so eine Führungsposition hatten, wären die noch einsichtiger mit der Zeit. Ja, Jojo geht aber auch raus, sie wartet noch auf Joshua. Der kommt erst ein paar Stunden später, weil das in einem anderen Raum gemacht werden muss, weil der scheiß Troll nicht, der kann den auf dem Sportplatz treffen, weißt du? Ah, ich verstehe. Aber du kannst vorher mit ihm sprechen, wenn du das willst. Das wird sie machen. Schöne, du kommst zu ihm. Kaban ist auch noch mit dabei und der Troll, der hat Polina dabei als Aufpasserin. Ja, die sieht gar nicht ganz so unzufrieden aus, muss ich sagen. Nur minimal. Die kann dann auch mit Kaban quasi ein paar Schritte weggehen und die können gemeinsam was trinken. Nein, diesmal kriegt, also sie wird keinen Schnaps trinken, mein Junge. Ich weiß. Trinkt sie wenigstens Bier? Nein. Was ist los mit der? Naja, die ist unentspannt. Die muss gerade auf den Chef aufpassen. Die wird aber mit dir Pornostars bewerten, weibliche natürlich. Na gut, das geht. Wenigstens was zu tun. Eben. Joshua und Jojo. Gott, das ist auch noch JJ. Oh Gott, ihr seid JJ. Geil. Na klar. Richte dich mal auf schlechte Laune ein. So. Ach so, ja, das Bliss, das hat er Micha erzählt, dass sie ein bisschen mehr brauchen. Ich dachte, die sollten sich vielleicht nicht so die ganze Zeit wegknüppeln, aber der meinte, das muss. Nee, nicht deswegen. Ich sag mal, ich hab ihn mal so halb über die neue Situation aufgeklärt und er ist nicht besonders glücklich damit. Zu meinen wegen Chofrino. Ja, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Das ist ein ziemlich dickes Ding. Das ist ein ziemlicher Keil. Ja. Ich hatte ja schon mit dem Gedanken gespielt, ob man nicht ein bisschen den Weg in Chofrino ebnen, damit die Black Yetis sich mehr ausbreiten können, ehrlich gesagt. Gefährlich wären die uns nie und dankbar sind sie uns bestimmt auch. Da die ganzen Alten weg sind, die mit denen viel Kontakt hatten, wäre es gut, so eine Beziehung zu erneuern, weißt du wie? Das können wir schon machen. Ja, darüber wird er auch nicht glücklich sein, ja, okay. Es wird ihm wahrscheinlich auch nicht, wird ihm nicht reichen. Er meint halt, der Ursprung der Gang ist halt da, es ist einfach so. Und die Homelands, das Land, in dem Milch und Honig fließt, oder Schlacke und Smog, aber... Ja, na klar, aber seine Schlacke und sei Schmuck. Richtig. Ja, na klar. Und ich sag mal, von dem Konzept, was wir jetzt fahren, ist er halt auch nicht ganz so begeistert. Ja, das muss man ihm nur mal richtig die Vorzüge erklären. Naja, Triumvirat, wenn er dann rauskommt, war seine Aussage. Aber... daran hatte ich aber noch nicht gedacht. Ja, ja. Oh, ist aber schön, dass er noch Ambitionen hat, Mensch. Das stimmt. Aber ich meine, es ist mein Vater und es war lange Zeit oder ist, sondern war. Der Mann hat sich alle Ehre verdient, die er kriegen kann, na klar, aber das... Das geht nicht. So nämlich.
Das geht nicht. Ich schätze seinen Rat, aber das geht nicht. Ich sage mal, ich habe das schon mal angedeutet. Er ist ziemlich sauer auf mich. Vermutlich vergisst er meinen Namen jetzt auch erstmal. Hä? Schon gut. Ja, komm, jetzt auch bitte der Erklärung. Wir hatten gesagt, diese Kommunikationsfuhr muss immer laufen. Naja, ich sag mal, er ist halt extrem sackig auf Latt, ne? Ja. Es ist so weit, dass er ihn nicht mal mehr beim Namen nennt. Sagt, es ne? ist so weit, dass er ihn nicht mal mehr beim Namen nennt, ja. Damit es für beide einfacher wird, würde ich sagen, werde ich einmal am Machtwort sprechen. Ja, von dir werden die das vielleicht noch ein bisschen weniger, da gibt es noch mehr Verwicklungen. Ja, ich weiß. Aber wir geben erstmal Zeit, das auszudampfen. Na nee, gut. Ja, sag mal, ich war eigentlich auch zu nett zu ihm, aber das ist egal. Ja, es ist dein Vater und er hat sich alle Ehre verdient und das ist jetzt eine krasse Nachricht und das wird sich über die Zeit geben oder wir werden nachhelfen. Du sag mal, warum ist denn eigentlich vorm Sportraum Haufen Rollrasen? Ich habe auch zwei Nagelscheren dazu besorgt. Der nächste, der Mist baut, darf Rasen schneiden. Du meinst dann schöner auf eine Höhe und dann musst du sagen, da ist aber noch eine ganze Fläche zu tief. Das heißt, du musst jetzt alles anpassen, damit es wieder gleiche Höhe hat. Mhm. Du bist schon ein sadistisches Schwein, so, ne? Das war ich schon immer. Du wolltest es nur nie glauben. Ja, doch. Ich meine, ich wollte eigentlich auch immer der Nette sein. So ist es ja nicht. Das kriegen wir hin. Problemlos. Oh, das war okay. Gut. Alles klar. Sagst du mir hinterher nochmal, was los war? Ja, klar. Cutie, dann viel Spaß. Danke. Da würde ich mich nicht abtasten, mein Freund. Da wirst du nur sehr lange sehr traurig sein. Oh, du wirst denken, bin ich überhaupt noch ein Kerl, wenn du da jetzt hinfasst? Ja, das ist besser. Ihr hört noch, wie sehr schön. Viele Leute an den Fenstern johlen und sowas, weil da kommt gerade eine Frau da mit so einem Typen, mit so einem Troll auf dem Sportplatz. Schön, dass du nicht... Na, ihr seid einen anderen Weg rein, sodass da die ihr nicht in Sicht wart von den Häftlingen. Verstehst? Sie. Nur von denen, die da irgendwie am Empfang gearbeitet haben, oder was? Dort arbeiten keine Häftlinge am Empfang. Häftlinge okay. werden so weit wie möglich von allem abgeschirmt und die wartet jetzt auch noch um die Ecke und dann gehen die beiden quasi rein auf den Sportplatz, da sehen die erst. Das ist ja auch kein Gefängnis mit einem Zaun, das ist ein Gefängnis mit einer Mauer drumherum, ne? Ah, okay, das klingt vernünftig irgendwie. Also da oben ist dann auch mal ein Zaun, mit also Monodraht. Halt der richtige, ne? Also das ist halt, du kannst an der Mauer hochklettern, aber der ist halt schon überall Monodraht. Es ist halt blöd, dass die Mauer ziemlich rutschig ist und dann so ausfahrbare, ich schütze nicht, aber so eine Drohne, die dich da runterschießt. Finden wir schon witzig. So ist es nämlich. Aber es steht ja auch dran, was können die dann dafür, wenn du nicht lesen kannst? Beauty. Dann wollen wir hier warten, oder? Nee, wir können zurückfahren, wir können uns dann... Ja, müssen jetzt nicht hier rumstehen. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ausgezeichnet. Müde oder was? Irgendjemand hat mich hier fucking früh geweckt. Das war aber nicht heute. Ja, doch. Keine Ahnung, was sie... Die wollten irgendwie was organisiert haben und dann muss ich da los. Ach, egal. Ist alles schon erledigt. Ach so, na dann ist ja gut. Aber so ist das halt, ne? Man ist mal lief im Business, quasi. Ja, das, ich sag mal, das Telefon klingelt jetzt häufiger, möchte ich sagen. Du wolltest ja unbedingt Boss werden. Es geht so.
Na, komm, als ob du das nicht genießen würdest. Tatsächlich geht es einigermaßen. Also es ist jetzt nicht mein Traum gewesen, aber irgendwie. Hast du nicht damals gesagt, hast du immer drüber nachgedacht, einen neuen Turf zu öffnen? Ja, aber dann bin ich jetzt schon längst schon wieder von ab gewesen. Aber jetzt, ne? Kindheitsraum, super. Hast deine eigene Gang. Naja. Scheint ja auch wohl zu laufen, nicht wahr? Ja, es ist, das klingt jetzt scheiße, aber auf dem Status, auf dem wir jetzt oder waren zu dem Zeitpunkt, konnten wir einfach nicht bleiben, wenn wir unseren, also auf dem Stand, auf dem wir waren, konnten wir nicht bleiben oder können wir nicht bleiben, wenn wir unsere Position in der Stadt halten wollen. Und ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Joshua halt schon, aber er wollte halt nicht alleine. Ja, ein bisschen was müssen wir wohl reißen, wenn wir das alles regeln. Das ist mein allein schon die ganze Sinngeschichte und so weiter. Ja, vor allen Dingen genug. Vor allen Dingen ein solides Fundament. Personal, ja. Davon mal abgesehen. Neue Prossies. Yay. Schon welche im Blick, oder? Oh, so weit war ich noch nicht. Der Igor, der hier hin und wieder mal rumhängt, das ist eigentlich ganz netter. Meinst du? Ja, der hat schon mal gesagt, also, ich meine, der ist ein bisschen jung. Na, aber hey, trotzdem, der ist ein Ork. Wie alt er ist? 12 oder so. 12. Ganz vergessen. Der ist zu jung. Ja, das ist ein Ork. Das hat nichts zu sagen. Er hat noch keine Lebenserfahrung, Kaban. Der ist umgerechnet 18. Der hat trotzdem noch keine Lebenserfahrung und der ist 12. Das ist ein Ork. Ja, das ist richtig. Aber die russischen Gesetze greifen noch auf dem Jugendschutzgesetz mit 12 Jahren. Da ist nichts. Das kannst du vergessen. Der ist perfekt, Mann. Der kann schon Autos knacken. Und das Jugendgesetz zählt. Trotzdem. Mach ja so. Hä? Egal. Ersetzt das K durch eine 0. Ach so. Ja, trotzdem. Der ist zu jung. Wie gesagt, das ist ein Ork. Die meisten Leute von Joffrino waren nicht älter, als ja, sie reingegangen sind. Ja, aber das hier ist nicht Joffrino. Verstehst du? Ich weiß, dass die meisten Leute in Joffrino nicht älter waren, aber Joffrino ist ein Ghetto. Da läuft das anders. Das solltest du eigentlich mittlerweile festgestellt haben. Natürlich läuft das da anders, aber wir brauchen Leute. Natürlich brauchen wir Leute und ich habe auch nichts dagegen, wenn er als Hangaround da ist, aber ich nehme mir jetzt keinen 12-Jährigen und gebe dem im Zweifelsfall in einem halben Jahr eine Knarre in die Hand. Das mache ich einfach nicht. Nee, aber wir können es ihm ja theoretisch mal in Aussicht stellen, dass er sagt, hier, ne? Ich kann es ihm in Aussicht stellen, dass er das irgendwann mal macht, aber dann soll er jetzt das Durchhaltevermögen beweisen, noch ein bisschen als Hangaround hier rumzuhängen und dann kann man sich das mal irgendwann überlegen, aber wenn dann vorher, bevor das nicht in irgendeiner Form mit Frage kommt, rede ich gar nicht erst mit dem darüber. Solche Hoffnung mache ich dem nicht. Was stell ich denn fest, wenn er irgendwie in 2 Jahren doch nochmal einen pubertären Schub bekommt oder irgendwie im nächsten halben Jahr nochmal einen pubertären Schub bekommt und sich entscheidet, dass er jetzt, keine Ahnung, was ganz anderes Bulle will? Glaubst du selber nicht, dass der Bulle wird oder so? Ich weiß nicht, ob der Bulle wird, aber du weißt selber, wie du in der Pubertät warst. Ich weiß, wie ich war. Und mich hättest du in Jürschneuer garantiert nicht auf die Straße lassen sollen. Ja, was ist. Wie gesagt, ist ein Ork, die werden halt schneller wachsen. Das weiß ich, Kaban, das weiß ich alles. Ich bin auch mit einem aufgewachsen. Siehste. Du hast ihm auch was Vernünftiges geworden. Ich weiß, ja, aber ich weiß auch, wie der drauf war mit 12.
nicht anders als heute wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht. Der war schon älter, aber trotzdem. Das ist nix. Der ist zu jung. Der ist einfach zu jung. Wir können ihm einfach billig Aufgaben geben, wo nichts passiert. Ja, aber dann mach ich ihn. Weil hier an der Ecke stehen, wo die Nutten stehen, Kaban, und fertig. Ich mache ihn dann trotzdem nicht zum Prossi. Ja, aber ich meine ja auch nur. Zum Hangaround, kein Problem. Der kann gerne mal vorbeikommen, wenn er will. Der kann auch von mir aus gerne mal irgendwie, kann auch mal ein paar kleine Sachen machen, wenn er will. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist mir scheißegal. Aber ich werde trotzdem keinen 12-jährigen Prossi akzeptieren. Ich werde auch keinen 16-jährigen Menschen als Prossi akzeptieren, davon mal abgesehen. Wollte ich auch gar nicht. Also ich dachte nur einfach, der hat. Ich glaube, der könnte was machen. Nee, das finde ich irgendwann auch gut. Wenn du das sagst, finde ich das gut. Wenn du der Meinung bist, dass du ihm ein paar Aufgaben geben willst, habe ich überhaupt kein Problem mit. Oh, gut. Dann läuft das ja. Aber. Nichts Dramatisches. Ne, ich sag mal so, zusätzlich kannst du den zu den Jungs von. Brakator. Genau. Also kannst du den zu den Jungs im Osten stecken, zu Brakator und seinen Leuten. Wenn er da was wird, soll er erstmal da was machen. Und für uns kann er nebenbei ein bisschen was tun. Später können wir den dann immer noch holen. Hm. Sag ihm mal. Ja. Die sollen erstmal gucken, ob der was taugt. Und dem ein bisschen was beibringen. Und nicht nur auf die Fresse hauen. Hat er ein bisschen Grips? Hm? Deswegen sage ich das ja. Hat er irgendwelche besonderen Interessen bis jetzt gezeigt irgendwie? Ja, der hat diese komische kleine fiese Drohne, mit der er die ganze Zeit rumfliegt. Ist ganz schön fix, das Ding. Wo hat denn der Kleine eine Drohne her? Habe ich ihn auch gefragt. Er hat geklaut. Lief. Also anscheinend nicht du, schlau genug, um nicht erwischt zu werden. Ist jetzt nur eine Spielzeugdrohne, nichts Vernünftiges, aber ne? Naja, dafür ist das ganz schön fix. Wenn du das Gefühl hast, dass er sich dafür interessiert, dann soll er damit einfach mehr machen, dann soll er vielleicht das Ding mal auseinandernehmen oder irgendwas anderes, wenn sowas ist, repariert er das selbst? Ich denke, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass der die Kohle hat, um gehen. Bitte? Ich glaube nicht, dass er die Kohle hat, irgendwo hinzugehen. Ich kann ja mal fragen. Ich sag mal, wenn er geschickt ist mit dem Kram, dann kann er sowas auch hin und wieder mal machen. Da baut er keine Scheiße und dann lernt er was dazu und ist dann im Zweifel auch auf mehr als einem Feld nützlich. Eben. Das klingt ganz solide, aber wie gesagt, der braucht noch ein paar Jahre, um zu reifen. Wenn er 16 ist, kann er nochmal kommen. Machen wir das so. Der braucht noch ein bisschen, um zu reifen, Kaban. Aber wenn der 16 ist, dann pflück ich mir den. Wo ich die Chefin bin. Dann wird sich den einfach unter den Nagel reißen. Und dann werde ich ihm Welten zeigen, die er noch nie gesehen hat. Uiuiuiui. Auf den alten Schiffen lernt man dann ja das Segeln. So ist es nämlich. Dann ist die nämlich auch schon alt. Ja, ja, dann braucht die langsam mal einen jungen Liebhaber, damit sie sich besser fühlen kann. Das stimmt, da ist die alte 30. Oh. Was? Ja. Ja, gut. So alt wird sie doch eh nicht. Ja. Igor, sagst du, naja, dann rufe ich mal. Ach, was kannst du auch machen, wenn du willst? Hm, geh da im Ruf los. Mal mit denen quatschen und den irgendwie unterbringen. Ja, wenn du meinst, dass du was von ihm hältst, wenn du den magst, dann kannst du dich gerne ein bisschen um ihn kümmern. Nachwuchs ranzüchten ist immer gut. Eben. Es sei denn, du sagst mir jetzt, du hast da keinen Bock drauf. Nö, kriegen wir hin. Ist ja nicht das Ding. Aber apropos Nachwuchs. Was hältst du von einer vernünftigen Spielhalle bei uns in der Gegend? Spielhalle? Glücksspiel? Ja, nee, Spielhalle für wirklich Jugendliche. Hast du so ein Treff? Irgendein cooler Ort, wo die Leute sich einen auf die Mütze hauen können, wo die Spiele spielen können, die wir da hinlegen?
quasi. Damit die mal ein bisschen, damit die von der Straße runterkommen, in Anführungsstrichen, und dann zu uns. Damit wir ein Auge drauf haben, weißt du? Das ist ja fast ein bisschen süß, Kaban. Was? So geil gibt's sowas. Du meinst hier in der Nähe noch quasi so ein, Du meinst also, du möchtest die ganzen, Kids, die gerne Scheiße bauen, hier in der Gegend gerne an einem Punkt sammeln, damit du die Scheiße, die die bauen, in die richtige Bahn lenken kannst, ja? Exakt. So ein Jugendbeauftragten. Irgendjemand muss sich um die Gören kümmern. Und ich sag mal so, wenn man dann in die richtige Bahn lenkt und ne, die richtigen Sachen machen können, dann haben wir in ein paar Jahren. Ja, aber das ist ein bisschen. Ich sag mal, damit können wir uns auch sehr schnell sehr viel Ärger einhandeln, weißt du? Ich find's klüger, das erstmal so auf einzelne Leute, weil das erregt Aufmerksamkeit, gerade wenn wir dann da rumhängen und die Jugendlichen alle hier aus der Gegend und du weißt, was ich meine. Da gibt's immer mal, bei Kindern, die sind immer so, oder Jugendliche, die sind immer noch so medienwirksam. Hm, das stimmt. Also da finde ich sinnvoller, das so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben, wenn du jemanden hast oder kennst, wo du das Gefühl hast, der könnte was werden und der zeigt ein bisschen Interesse, dann schnapp die Kids einzeln. Und lass sie irgendwas machen, wo die, selbst wenn sie mal Scheiße bauen, irgendwie nicht zu große Scheiße bauen und dann halt auch nur die, wo du weißt, da kommt nichts nach. Oh. Ja, so ein Boxclub wäre aber coole Sache. Irgendwie sowas halt. Wann interessierst du dich denn so sehr für Jugendarbeit? Kein Stück. Also ich habe mir nur Gedanken gemacht, wie man irgendwie Leute rankriegt, weil das ist ja das, was wir brauchen. Naja, wir haben noch ein paar. Also so ist es nicht. Wir haben auch ein paar Leute, die potenzielle Anwärter wären aus dem ganzen, ich sag mal, aus den ganzen Zulieferern, wenn du verstehst, was ich meine. Klar, aber ne, die haben halt, also, wenn wir mehr kriegen könnten, wäre es natürlich verkehrt. Gerade wenn wir, Moment. Im Moment haben wir auch nur begrenzt Platz, ne? Also, unendlich viele können wir uns jetzt erstmal gerade nicht dazu holen. Wir müssen irgendwann mal überlegen, ob wir nicht vielleicht mal, ich sag mal, umziehen. Dafür können wir noch eine gute Immobilie brauchen, glaube ich. Das wäre noch sinnvoll. Aber jetzt muss ich erstmal bequatschen, dann müssen wir auch erstmal gucken, ob wir die Kohle haben. Hm. Das stimmt wohl. Aber vorher, ich meine, wir haben jetzt im Moment, ich weiß nicht gerade, wie viel Zimmer haben wir im Moment? Ich glaube, 3 oder 4 haben wir gerade über. So, müssen die halt auch mal zu zweit in einem schlafen, das sind Prostis. Eben, die können das ab. Oder die kriegen einen Wohnwagen in den Hof gestellt. Die können sich ein Zelt aufbauen. Schön im Winter im Zelt verbringen. Das hat mich damals auch stark gemacht. Ja, du lachst. Ja. Ja, minus 30 Grad im Zelt. Das härtet dich ab. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Aber nur, wenn es nicht anders geht. Also, ich glaube, so gnädig, den da im Wohncontainer hinzustellen, bin ich dann doch noch. Ah, vielleicht bist du doch zu weich als Chef. Ich gebe dir einen Stups auf die Schulter. Vorsicht, mein Freund. Wir sind hier zivil unterwegs, ansonsten hätte ich dir jetzt eine pfeffern müssen. Das weiß ich doch. Auch ein Chef darf dumme Sprüche immer hin und wieder vertragen. Das stimmt. Was erwartest du? Ich bin, ich gehe dir bis zum Oberschenkel, also... Und? Ich darf weich sein. Was hat sich Alex auch gedacht? Dass du zu weich bist. Nein, dass ein Chef, das auch, dass ein Chef ab und zu mal dumme Sprüche vertragen kann. Ich glaube, das war ein anderes Kaliber an dummen Spruch. Ach so, ja, Entschuldigung. Das war eine andere Stimmung. Wir waren gerade in einer lockeren Scherzstimmung. Das war mit Alex nicht so. Ach so, ich bin für diese gesellschaftlichen Feinheiten nicht so gemacht. Ich bin ach, da also. Jetzt weiß ich, deswegen erkläre ich es besser jetzt nochmal. Ja, grob schlecht. Leute, ihr fahrt zurück
Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich heute noch machen wollte. Der Troll wird irgendwann wiederkommen, bevor ich auch beraten könnte, denn das spielen wir auch nicht aus. Er wird dir auch vom Knast erzählen. Ich meine, du weißt ungefähr, worauf es hinausläuft. Aber bei dir war, bei ihm war Alex garantiert weniger feindselig als bei dir. Aber er hatte auch einfach schon weniger Bock. Wird aber dann, bevor ihr euch also beratet, Gandhi aufkreuzen, an der Tür klopfen. Er hat einen Anzug an, ein hellblaues Hemd. Also nicht ganz so babyblau, sondern hellblau. Und eine Fliege. Und sich auch rasiert, ja, und das ist so ein Aktenmappe. Der hat sich sein Special-Bart abrasiert? Sie. Was ist mit dem kaputt? Ohne Bart sieht er doch nicht... Dach, darf ich stören? Willst du mir den Wachturm verkaufen, oder was? Ihr sitzt übrigens beide zusammen, ne? Also du und Troll schon. Ja. Nee, ich möchte mein Geschäftsmodell präsentieren. Es ist keine Pyramide. Ne? So, dann spiele er auf zum Tanze. Okay, also, es gibt ja, wir haben ja ein paar legale Geschäfte und, also die tatsächlich so, bis auf die Steuererklärung 100% legal sind. Darunter zwei Bars, anderthalb Sonnenstudios. Und wir haben irgendwas am Laufen mit Maxi Taxi, bestes Taxiunternehmen. Auf jeden Fall haben wir ja unendlich viel, also haben eine gewisse Menge, nennen wir also einfach mal M, von Einnahmen von irgendwelchen Läden, wo man halt eintreibt und so und sowas, oder von Leuten, wo man eintreibt. Jetzt gibt es ja hier mehrere kleine, überhaupt nicht funktionierende Stiftungen, die sich um das Leben des Lohnsklaven oder auch um das Leben der Leute im D-Gebiet kümmert. Mein Vorschlag wäre, dass die ganzen Läden, wo ihr abkassiert und die legalen Teile, einen Teil ihrer Einnahmen spenden an, nennen wir sie jetzt einfach mal die Gandhi-Stiftung. Ne? So, die Gandhi-Stiftung zum Abbau von sozialer Ungleichheit oder was es nicht alles gibt. Das gute alte Schwangerenmobil, was den ganzen Leuten im D-Gebiet dann den alten hier die Bauchhöhle durchforstet und sowas da so alles sich tut. Und diese Läden würden dann quasi vollkommen legal an eine Stiftung bezahlen, bei der ich aufpasse, dass das maximal Mögliche akkurat veruntreut wird, sodass es euch als feinstes, gewaschenes Geld wieder zur Verfügung steht. Das würde quasi, man sagt ja im Russischen, das Standing bei der Bevölkerung verbessern, weil da fährt dieses Schwangerenmobil durch und der ganze andere Scheiß, ja, Essensausgabe. Ihr habt quasi die Hälfte eures Geldes schon gewaschen oder welchen Prozentsatz ihr da immer festmachen wollt. Und man kann dann über die Stiftung auch Unternehmen besser vernetzen. Ich meine, ihr habt jetzt angefangen, irgendwie mit Maxi-Taxi was klarzumachen, mit der Brauerei. Sowas kann man halt in vielerlei Ebene noch weiterführen. Aber da hätte man quasi die beste Geldwäsche der Welt und ihr würdet euer Ansehen quasi verbessern. Ich würde hier meinen Businessplan hinlegen. Sieht jetzt nur aus wie eine Pyramide. Aber naja, gut. Ist wirklich kein Pyramide. Bin ich blöde. Und könnt ihr euch mal angucken und dann irgendwann könnt ihr Fragen stellen und ich würde sie beantworten. Gut. Der Name Gandhi Stiftung würde natürlich noch weichen. Der würde was Sinnvolleres werden. Kinder. Arbeitstitel, sagst du. Ja, das sind alles Arbeitstitel. Außer Maxi Taxi, das gibt's schon. Gut, das war's schon. Tschüss. Ich dachte immer, das ist ein Typ, der sich um die Menschen kümmert, jetzt will der ja Stiftungsgelder veruntreuen, das ist auch wirklich nicht in Ordnung. Ich nehme mal an, der wird hat in seinem, warte mal, sie holt bei dem Businessplan raus und guckt mal, wie hoch der Prozentsatz ist, der tatsächlich in soziale Betreuungen läuft. Ich denke, unter 20-30% kannst du es nicht bringen. Aber bei anderen Geldwäschesachen ist es nicht viel schlechter. Ja. Viel besser. Naja, hier seine 25-30%, je nachdem, hat er schon in seine sozialen Geschäfte gesteckt, so ist es nicht. Was für ein schlechter Mensch, Alter, 70% will er veruntreuen. Naja, ich sag mal, immerhin sind es nur 70%. Das stimmt. Ich würde mir das mal morgen irgendwann reinziehen. Also, braucht bestimmt ein bisschen länger. Und dann hau ich mich erstmal hin. Reicht er morgen oder so, ne? Ja, klar. Ja, gut, okay. Passt.
Bis morgen. Judy. Sie geht dann auch raus. Schön. Dann bekommt ihr beide noch einen Anruf. Nee, ja, also so ein Anruf ist ja immer schon ein bisschen dämlich. Ja doch, so ein Anruf von Proto. Ja. Heute ist einfach ein Tag, wo wir ständig miteinander herumhängen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt ist da ein Kerl da, der euch beide sprechen möchte. Unter anderem Namen, zumindest bei dir, Nastja. Oh, der Herr meinte schon, ihr kenntet ihn und hat auch Mettbrötchen mitgebracht und... Alles klar. Hat einen Privatraum schon reserviert und so weiter. Ne, okay, danke für die Nachricht, ist alles easy. Soll ich ihm irgendwann aus... Also, der wartet und der würde sonst an einem anderen Tag wiederkommen, sonst sage ich ihm einfach, wie lange er braucht. Ne, wir kommen jetzt vorbei, sind in 20 Minuten da. Schön, dann sag ich ihm, das soll ich schon irgendwas kalt stellen, außer das Spezialbier. Cola. Für mich, weiß nicht, frag immer, was er will. Ja, na klar, der hat schon, der natürlich. Alles klar. Gut, dann bis später. Danke. Sie geht. Legt auf. Oh, Borstel, lieber Borstel, wir haben noch eine Ausfahrt. Der hat euch beide angerufen. Ach so, ja. Ja, dann auf, ich warte im Auto. Wir huschen zum Auto. Brumm. Ich warte im Auto, wie gesagt, weil ich war schon nicht raus und hab das nicht gerade gemacht. Ich husche zum Auto. Brumm, ihr fahrt da rum. Und dann seid ihr auch da. Das Auto ist fast komplett fertig gewaschen. Nice. Hast du auch innen schön ausgesaugt? Nee, da bin ich noch nicht zugekommen. Disgusting. Ekelhaft. Auf jeden Fall... Da wird er quasi Proto euch dann kurz euer Getränke in der Hand drücken und aufs Hinterzimmerchen verweisen. Danke. Dankeschön. Jürgen. Wir gehen in Richtung des Hinterzimmers. Judy, ja, der Aztec-Dude namens, hab vergessen, Miron, glaube ich, ne? Miron Kaskav, kann das sein? Sehr gut, ja. Jetzt muss ich nachgucken. Ich bin halt einfach richtig schlecht. Also Miron Kaskav, sie ist ja da mit seinem Mettbrötchen-Teller. Hier noch für alle, sag ich mal. Hat sexy Höhe, die gut, ja. Ja, genau. Einigermaßen, nee, eigentlich 100% zivil gekleidet. Mit einer Fashion-Gel-Frisur, die so riecht 90er, sag ich mal. Ja, schon nice. Und würde er erstmal abbeißen. Natürlich verschluckt er sich dann halb, kaut schnell runter, schüttelt euch Bein in der Hand. Mahlzeit. Hi. Immer langsam kauen. Ich dachte, 20 Minuten sind das noch nicht um. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Ich hätte da einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt Run nennen will. Also ich würde demnächst eine Firma anstellen müssen. Ich tatsächlich in meiner Position beim Konzern. Eine legale Firma mit Leuten, die einen Vorfall aufklären. Ich nehme für sowas natürlich äußerst gern Leute, die wissen, wovon sie sprechen und nicht irgendwelche ausgebildeten Lappen, sondern Leute, die schon ein bisschen was gerissen haben. Es würde so laufen, dass man dann quasi solche Leute, sagen wir jetzt einfach mal zwei Leute, die Ahnung haben, quasi, dass man denen eine gefälschte Identität in einer offiziellen Firma, die halt sowas macht, nennen wir es mal Verbrechensaufklärung vielleicht, quasi da reinfälscht und die dann einfach sich frei in einer Anlage bewegen können, dort legal sind, alles machen können, was sie wollen, wenn es nicht zu sehr ausartet, Leute umbringen und so ein Shit natürlich nicht, nichts zerstören, aber die quasi auch, ich sag mal, gut gefürchtet werden von allen Angestellten, wenn jemand kommt, der sich darum kümmert, sowas aufzuklären, dann haben die meisten Leute gut Schiss. Das heißt aber nicht, dass es nicht eine Möglichkeit gäbe, diese beiden Aufklärer als anderes auszugeben, denn ich habe da ziemlich freie Hand, um Ermittlungen anzustellen. Das heißt, es ist auch eine 100% sichere Sache. So, na klar, so, ich dachte jetzt halt an euch, das wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache, weil ich euch tatsächlich was anzubieten habe. Einen kleineren Geldbetrag. Ich denke so, 3.000-4.000 oder so, oder 6.000 für beide. Und was bestimmt interessant für euren Boss wäre, ist, dass wir
dass ich gute Freunde gemacht habe bei den Leuten, die Waffen transportieren nach Moskau rein oder auch aus Moskau raus oder auch um Moskau herum mit anderem Ziel. Und es gibt einfach Fahrten, bei denen wir uns alle einig sind, dass es nicht wichtig ist, dass sie ankommen oder dass vielleicht wir gar nicht wollen, dass die ankommen. Es gibt einfach Waffenlieferungen, die haben leichte Mängel, die ein gewiefter Mann, eine gewiefte Frau schnell beheben kann, die dann auch einwandfrei funktionieren werden. Das wäre für uns nur viel zu teuer als Konzern, das richtig zu stellen. Man könnte sie halt auch einfach klauen lassen. Und die Gewinnspanne für eine Gang wäre dann halt ziemlich hoch. Weil es zum Teil Waffen sind, die an die einfach kein Rankommen ist. Da sind wir gern bereit. Wir sind natürlich dann für so ein Abkommen, wäre es dann wichtig, dass wir einfach Lieferungen markieren können, die einfach auch wirklich mal durchkommen müssen. Und oder wir können Lieferungen markieren, die äußerst schwer geschützt sind, wo wir auch überhaupt nichts machen können, wo das sicherlich ein Selbstmordkommando wäre, da reinzufahren. Das wäre meiner Ansicht nach eine schöne Sache. Und was ich zusätzlich anbieten kann, weil ich weiß, dass die Geldbeträge recht gering sind und dass es eine Sache ist, wo ich echt gute Mittel zur Verfügung gestellt bekommen habe. Also sagen wir mal so, ich habe gut Kapital für die Sache bekommen. Das eine wäre halt eine Langzeitinvestition in Beziehungen und Infos und so weiter, da würde schon ein guter Teil davon weggehen. Aber es würde nicht heißen, dass man nicht zum Beispiel noch, ich komme an Cyberware ran, die mehr wert wäre als das Geld zum Beispiel, das ich roh geben könnte. Oder es gibt ja auch immer noch andere Lösungen statt Geld, falls das nicht so von Interesse ist. Da ich weiß, dass es jetzt, ich meine, ich müsste das mit dem Boss reden und so weiter, das ist klar. Aber das wäre prinzipiell was, wo ich an euch dachte und wo ich denke, wir können eigentlich ein ganz gutes Geschäft machen, auch längerfristig. Hm. Ich guck mal zu dem Boss rüber. Ich muss ein bisschen grinsen. Das klingt auf jeden Fall ganz gut, ja. Brauchst du die Zusage jetzt sofort, oder? Nein, um Gottes Willen, das hatte ich nicht geplant. Wir würden uns irgendwann nochmal irgendwo treffen, vielleicht nicht unbedingt hier. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr darauf beharren würdet, vorher Bezahlungen schon festzusetzen oder ob wir das am Ende flexibel halten können. Weil, naja, das würde jetzt meinen Fokus ein bisschen von anderen Sachen ziehen, wo ich das nicht unbedingt will. Sagen wir es mal so, bis jetzt hat unsere Zusammenarbeit ja immer hervorragend funktioniert, also insofern denke ich nicht, dass wir jetzt im Vorhinein alles aushandeln müssen. Ja, vor allem, wenn wir dann quasi eine Vereinbarung treffen wollen, die sowieso zukunftsträchtiger wäre, da ist das, denke ich, passt das. Ja. Okay, wenn es von euch keine Fragen gibt, würde ich auch so... ich sag mal, die Details... können wir dann ja besprechen, so ist, wenn wir uns nochmal treffen. Ja, natürlich, natürlich. Okay, ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht von Relevanz, aber ich habe den Raum halt auf jeden Fall die nächsten paar Stunden, der ist noch frei. Alles klar. Schön, dann Kaban, weißt du noch, wem du letztes Mal die Nachricht überbracht hast? Ja. Okay, gut, der würde auch wieder dastehen und es würde genauso laufen wie am letzten Mal. Mhm. Einfach für das nächste Treffen, dann. Ist klar, das kriegen wir hin. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sehr schön. Ja, würde euch nochmal die Hand schütteln, nochmal eins da Mettbrötchen mitnehmen und dann geht's los. Ha. Ich wusste doch, der ist nett. Mir gefällt der Deal. Ich finde den Deal jetzt auch erstmal nicht schlecht, muss ich sagen. Ich meine, gerade wenn wir die Lieferung markiert kriegen, du weißt da, ich sag mal, noch besser als ich, wie viel das wert sein kann. Ja, vor allem, wenn wir dann wissen, bei welchen es sich wirklich lohnt und bei welchen wir wirklich die Finger von lassen. Weil ja. Das ist in letzter Zeit war das schon manchmal Glücksspiel. Also dafür, da hast du ja selber mitgekriegt, haben wir 2-3 Mal abgebrochen, weil wir dann dachten so, oh, da ist ein Begleitfahrzeug mehr als wir dachten. Mhm. Ja, nee, ich glaube, das klingt ganz vernünftig. Ich meine, ja, klar, gerade die haben ja, ich glaube sogar nicht mal, dass sie uns, es sei denn, es kriegt irgendwann mal der falsche Wind davon, aber dass sie uns hart ficken werden bei den Waffenlieferungen oder bei den Lieferungen, die sowieso geklaut werden sollen, weil es für die viel billiger ist, das dann über die Versicherung abzurechnen. Na klar, die, ne?
Ich finde das super einfach über die Verbindung, machen keinen Verlust. Müssen sich reparieren. Hm. Ich muss mir bei demnächst noch jemanden suchen, der ein bisschen Bock hat. Den mal anlernen. Bock worauf? Auf den ganzen Waffenscheiß. Das ist ganz gut, wenn du auch zwei oder drei Leute hast, die sich besser damit auskennen und nicht immer nur alle so ein kleines bisschen und einen, der gut. Ja, das stimmt wohl. Das heißt, ich brauche noch zwei Leute oder sowas. Mal gucken. Ich hab's ja gesagt. Was hast du gesagt? Boxen gegen Kriminalität oder sowas. Ach, die ganzen Kleinen kann ich damit doch nichts machen. Es tut mir leid, aber... Also mit den kleinen Fingern kommst du viel besser in die Ecken. Das weiß ich gar nicht. Ich habe das auch lange Zeit gemacht und ich habe auch definitiv viel zu früh damit angefangen. Ach, für Waffen kann man nicht früh genug anfangen. Die Diskussion hatten wir doch schon mal, oder? Ja, ja. Den Pubertierenden gebe ich einfach keine Knarre in die Hand, keine geladene. Die bauen damit nur Scheiße. Zum Waffen sauber machen, muss die auch nicht geladen sein. Das stimmt. Sollte sie nicht geladen aber sein, sagen wir es mal so. Das solltest stimmt, du wissen. Aber das weiß ich auch, aber meistens sind die findig, weißt du, weil die dann, wenn die so ein Ding in die Hand kriegen, auch mal damit schießen wollen. Und wenn die anfangen wollen, damit zu schießen und du dann mit denen schießen gehst, um das unter kontrollierten Bedingungen zu machen, ist das irgendwann uncool. Und ich sag mal, jeder, der so ein bisschen gewitzt ist, der findet dann die Patronen ganz schnell. Die intelligent genug sind, machen sowas nicht. Und die dumm sind, die sortieren sich dadurch selber aus. Ja, aber selbst die eigentlich ganz gut... Ich meine, Vlad ist einer der besten Schützen, die wir überhaupt haben. So. Der hat sich damals auch Daddys Knarre geklaut. Der hat mir in den Fuß geschossen, sich selbst fast die Eier abgeschossen. Oh, die Geschichte kannte ich noch nicht. Sehr schön. Ja, aber... pubertierende Jugendliche, ne? Ich werde die nächste Woche drauf ansprechen. Ich find's übelst gut, dass ich manchmal euch mit Informationen füttere und schreibe, Vlad schoss sich in den Fuß und sie und er hat mir volle Bude in den Fuß geschossen, der Wichser. Ich hab mich verlesen. Achso. Das hast du jetzt auch gesehen, aber ich war gerade doch noch am mich unterhalten, da kann ich sowas nicht konzentriert lesen. Verzeih. Naja, auf jeden Fall, weißt du, wie sowas endet. Das ist einfach, du kannst mir nicht erzählen, dass es bei euch damals nie Unfälle gab. Gerade, ich meine, du warst auch kein Engelchen, könnte ich mir was vorstellen. Unfälle oder Unfälle? Also, ich habe mir nie in den Fuß oder jemand anders in den Fuß geschossen, auf den ich nicht schießen wollte. Dann hattest du vielleicht einfach mehr Glück. Aber du kannst mir nicht sagen... Nee, man weiß einfach von Anfang an, man guckt mit dem dummen Ding, mit dem bösen Ende immer in die andere Richtung. Ja. Immer von sich weg. Das ist total richtig, aber du bist auch nicht in einem kriminellen Milieu aufgewachsen, oder? Nicht so direkt, nee. Siehst du, und du bist auch nicht in einem Alltag aufgewachsen, in dem Jugendliche sich gegenseitig einfach aus, weil sie Langeweile und ein paar Drogen genommen haben, irgendwie mit dem Messer abgestochen haben oder so. Und das ist hier gang und gäbe. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Verstehst du das? Die sind das gewöhnt, dass sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und die sind das gewöhnt, dass sie sich gegenseitig mit dem Messer abstechen, wenn sie schlechte Laune haben oder wenn sie mal zu viele Drogen genommen haben. Und das kommt halt einfach mal häufiger vor. Deswegen gibst du denen einfach keine Knarre in die Hand und machst daraus direkt ein Tabu. Dann ist zumindest die... Dann hast du immer noch welche, die das machen. Aber zumindest sind die Skrupel dann größer, weil sie wissen, dass sie danach eine Tracht Prügel kriegen, von der sie sich in der nächsten Woche nicht mehr erholen werden. Die lernen dann frühzeitig, dass Waffen wehtun. Und wenn es nicht die Waffe war, die ihnen wehgetan hat, dann diejenigen, von denen sie geklaut haben. Ich sehe das einfach nicht so eng wie du, weil das regelt sich dann von alleine. Nee, Kaban, das regelt sich einfach nicht von alleine. Ich möchte auch nicht, dass du den Kleinen dann Waffen in die Hand gibst. Ich kann dir einfach sagen, warum. Das ist nicht das Gleiche wie du in deiner Kindheit. Die sind nicht auf dem Dorf aufgewachsen, wo sich jeder kannte. Verstehst du das? Das ist was anderes. Das sind Jungs, die... Ja, auch ihr musstet eure Eier rausholen, aber die müssen das viel mehr. Die sind einfach ganz, ganz anders aufgewachsen, als du es tust. Verstehst du das? Die treffen damit eh nix. Doch, ihre Kumpels. Oder Fremde. Oder irgendwas. Das sind einfach Jugendliche mit Allmachtsfantasien. Was anderes ist das einfach nicht. Die halten sich einfach für die größten Leute, die rumrennen mit der Knarre. Und die haben auch viel weniger Skrupel, die auf einen Menschen zu richten als du. Weil Mensch für die einfach im Zweifel auch mal eine potenzielle Gefahr ist.
Das war's für dich nicht, als du Kind warst, oder? Als ich wirklich viel mit Waffen rumgerannt bin, dann schon, aber... Ja, aber das war doch schon mal was anderes, oder? Da war ich in Armee. Ja, aber wie alt warst du, als du zur Armee gegangen bist? 16. Siehste. Wenn ein Ork 16 ist, dann gebe ich dem auch mal eine Knarre in die Hand. Dann mache ich das auch. Aber ich mache das nicht bei einem 10-Jährigen. Und ich mache das auch nicht bei einem 15-jährigen Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das sind einfach 15-Jährige, du kennst doch selber die Kindergangs, die hier rumrennen. Was meinst du, was die machen, wenn die eine Knarre in die Hand kriegen? Kannst du dir das nicht vorstellen? Deswegen gibt man denen ja auch nur kontrolliert eine Waffe in die Hand. Nee, die kannst du aber nicht kontrollieren. Und die kommen ja auch mit der Knarre auch nicht wieder aus dem Raum raus. Ja, trotzdem kannst du die einfach nicht kontrollieren. Das kannst du einfach nicht. Du kannst sie nicht 24/7 unter Kontrolle halten. Deswegen. Und wenn die wissen ganz genau, wenn die Knarre von uns wegnehmen, dann haben sie auch unsere Gang am Arsch. Das macht doch von denen keiner. Ja, aber warum willst du denen denn vorher schon eine Knarre in die Hand geben? Nur damit sie Blut lecken und sich dann von woanders eine Knarre besorgen, eine billige? Das ist doch kein Problem. Wir sind nicht die einzigen Waffenhändler. Dann gehen die ja zu den Sharks oder gehen zu irgendeinem kleinen billigen Gangster, der denen eine beschissene kleine Waffe verkauft, die ja irgendwie nur noch querschießt. Also an eine Waffe ranzukommen, wir sind die Leute, die die meisten Waffen in die Stadt reinbringen, aber wir sind nicht die einzigen, die sie verticken. Die besorgen sich die dann von irgendeinem Kumpel, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und? Solange sie die nicht auf uns richten, ist alles gut. Nee, ist es nicht. Die bauen damit einfach zu viel Mist. Die nehmen dann Drogen und fangen dann an, die Geschäfte auszurauben, für die wir Schutzgeld eintreiben. Ja, dann kriegen sie aufs Gesicht. Ja, natürlich kriegen sie dann aufs Gesicht, aber ich möchte nicht, dass hier eine Armada von Kindern durch die Gegend rennt, die von uns Waffen in die Hand kriegen und dann der Meinung sind, sie müssten sich von woanders besorgen. Außerdem, wer sagt dir denn, dass sie nicht auf uns richten? Natürlich machen die das irgendwann, wenn die sich zugekokst haben oder vollgesoffen haben oder irgendwas. Selbstverständlich richten die Waffen auch auf uns. Das ist denen dann doch egal. Die wissen doch noch nicht mehr, was sie tun. Ja, wir geben das ja nicht jedem Kind in die Hand. Ja, trotzdem, Kaban. Einfach, die Kinder sind tabu. Die kriegen keine Waffen. Die kriegen einfach keine. Die sind noch zu dumm dafür. Die können damit noch nicht umgehen. Und wenn du jetzt damit argumentierst, dass ich auch zu früh eine Waffe in der Hand hatte, sage ich dir ja. Aber ich habe auch zu früh angefangen zu saufen. Ich habe auch zu früh angefangen, Zeug zu rauchen und Drogen zu nehmen. Ich war einfach zu jung. Ich war zu jung. Na, geschadet hat es dir nicht. Naja, das will ich jetzt so erstmal nicht sagen. Und ich war nun mal auch ein bisschen anders drauf. Ich war kein Ghetto-Kind. Ich habe auch schon mitgekriegt, wie die Ghetto-Kinder sich mit den Knarren erschossen haben, die sie in die Hand gekriegt haben. Also es war nicht so, als hätte ich das nicht auch schon mitgekriegt oder hätte irgendwie halb daneben gestanden. Ich weiß, was du bezwecken willst. Und ich verstehe auch, dass du gerne den Kids irgendwie in einigermaßen sicheren Umgang mit einer Knarre erklären willst. Damit sie wissen, womit sie da zu tun haben. Aber das ist einfach was, das kannst du dann anfangen, wenn die alt genug sind. Und die werden dann auch sicher keine Pistole von uns irgendwie kriegen. Und denen das nur in die Hand zu geben, damit sie wissen, wie man eine Knarre hält, macht es einen einfach auch nicht besser, weißt du? Also, ich sag mal, das ist eine Politik, die irgendwie sogar in Chofrino ziemlich lange betrieben worden ist. Ich meine, da war immer alles ein bisschen jünger, das stimmt. Aber auch da hat einfach jemand unter einem bestimmten Grad nie eine Waffe gesehen. Außer dem Knüppel, den er sich mal von der Straße aufgehoben hat oder allenfalls immer ein Messer. Als ich die erste Zeit hier in Moskau war, dort hatte ich auch keine Knarre. Ich konnte damit umgehen, weil ich auch vorher schon eine in der Hand hatte. Aber ich habe hier lange Zeit nichts gemacht. Ich habe hier lange Zeit keine gekriegt. Das erste Jahr bestimmt nicht. Oh. Ja. Wir werden das schon machen. Ich habe damit ein bisschen was gemacht, weil ich die Dinger sauber gemacht habe und alles mögliche, weil ich mich halt ein bisschen auskannte. Aber das ist einfach was völlig anderes. Weißt du, die Kids, wenn da Vielversprechen dabei sind und du sagst, okay, und die alt genug sind, dann kann man das mal machen oder mal ins Auge fassen. Aber wenn die so jung sind, gerade hier zu 15, 16, vielleicht ein Ork 12, 13, die haben mit einer Schusswaffe einfach nichts zu tun zu haben. Wenn die eine Knarre in der Hand haben, werden die Dinger abgezogen, weil die damit einfach nichts zu tun haben. Es ist für jeden besser.
für die Jungs, für uns und für alle Leute in deren Umgebung. Das ist unsere Form von Sozialarbeit. gibt ihm weniger BTLs. Mit BTL handeln wir doch fast gar nicht. Gar nicht. Oder handeln wir doch gar nicht. Okay, Entschuldigung. Ja, na gut. Gibt ihm weniger Speed. Und anderen Scheiß. Naja, ich sag mal, die Politik, die Vlad irgendwann eingeführt hat, dass die Kinder keinen Speed kriegen, die ist, ist noch nicht, wieder noch nicht mehr gebrochen worden. Das ist richtig, ja. Warte, also ich möchte, ihr dürft ja viel machen, aber Vlad, Kinder, geh Speed, bist du bescheuert? Ich hatte das mal irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Die Kinder wurden nicht mehr angefasst. Stimmt, die jüngeren Mädels wurden nicht mehr angefasst, das war das Einzige, ne? Also, wenn wir G-Speed mehr an Kinder verkaufen können, was willst du als nächstes machen, du verdammter Faschist? Naja. Denen keine Waffen geben? Nee, das ist okay. Ja, ich sag mal so, mit Waffen können die mehr Unfug bauen als mit Drogen. Ja. Es gibt halt schon ein Kind, warum die höchste Kriminalitätsrate bei Jungen im Alter von 15 bis 18 ist. Wenn Jugendliche Konsequenzen absehen könnten oder nicht ein bisschen überreagieren würden und nicht ein paar mehr Einmachtsfantasien hätten, dann wären es ja keine Jugendlichen. Das macht das so Jugend, das Jugendleben doch gerade so interessant, wenn man immer war. Das würde ich so nicht unterschreiben. Nein, wie interessant es dann wäre, diesen besoffenen Ork abzuknallen, um sich sein geiles Motorrad zu holen und das zu verhökern. Das wäre eine geile Idee. Sehe ich nicht so. Ja, warte mal, du hast mich da auf eine Idee gebracht. Oh, kriegen wir jetzt noch ein kleines bisschen Geschnetzel zum Abschluss, meinst du? Nein. Okay. Wird einfach niedergemäht von Kindern. Mit Schrotflinten. Kann gut sein. Gutes Ende für Karwan. Kommt einfach in seinen Boxclub und sie schlagen ihn gemeinschaftlich tot. Ja, super, weil ich auch im Nahkampf bin. Das sind alles Hacker. Da ist ein Freizeithacker dabei, du hast keine Chance. Oh, scheiße, ey. Dann spiele ich nächstes Mal Fang mit Granaten. Wer den Stift zieht, hat verloren. Kennst du den Ringtrick? Oh Mann. Naja, egal. Auf jeden Fall keine Knarren auf Kinder. Und ich möchte auch, dass du den Kids die Waffen wegnimmst, wenn du siehst, dass sie welche haben. Ja. Ich meine das ernst. Ja, das war mir schon klar. Gut. Wenn ich irgendwann mal mitkriegen sollte, dass du den Kids Waffen in die Hand gibst, ne, dann lege ich den Hof mit Rollrasen aus. Aber habe ich das richtig gesehen? War das Kunstrasen? Ja. Du weißt aber schon, dass es nicht nachwächst, oder? Ich weiß, dass das nicht nachwächst. Ich weiß aber auch, dass das saumäßig billig ist. Ah. Ich meine, bei so einem 15 cm Gang hast du eine ganze Weile zu schneiden und naja, dann legst du halt neun hin. Wow. Das Zeug ist sehr günstig, deswegen ist das, ich weiß, echtes Gras dafür zu züchten, besonders auf dem Ganggelände ist halt irgendwie, Sagst du, hast keinen grünen Daumen dafür? Ich sowieso nicht. Ich habe auch echt kein Interesse daran. Ist ja immerhin kein Gras, was du brauchen kannst, ne? Ja, ja. Ist doch keins, das ich verkaufen kann. So nämlich. Ja. Ich sag ja, Kapitalismus bei dir schlägt aber schon ganz schön durch. Kaum hast du Macht, ne? Willst du nur noch alles verkaufen und, ne? Übel. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf? Rich Bitch? So. Was will ich denn alles verkaufen? Keine Ahnung. Ja, irgendwas muss dir ja jetzt einfallen, woran du das festmachst. Kannst du ja jetzt Gras einfach auf so? Der. Ja, klar, aber haben wir doch schon immer verkauft. Verwirr mich jetzt nicht mit Tatsachen. Genauso wie Speed und alles andere auch. Ja. Du musst ja jetzt nicht irgendwie Argumente raussuchen, die, zufälligerweise deinem Standpunkt ne, untermauern, obwohl die völlig hinrissig sind. So. Ja, das sehe ich ein, dass ich das nicht muss. Ich mache es aber trotzdem. Na gut. Ich kann dir jetzt auch schwerlich widersprechen. Du bist ja schließlich der Boss. Da wir ja gerade immer noch privat sind, kann ich dir schon widersprechen.
Das einzige war das. Ach so, du kannst mir wieder das sagen. Das einzige war das mit den Knarren und den Kindern. Das war nicht privat. Das war eine Dienstanweisung. Jawohl. Leute, ich würde jetzt den Spielabend beenden, aber kann mir irgendjemand sagen, warum ich mir aufgeschrieben habe, Rassisten aller Länder, vereinigt euch? Also ich verstehe schon den ironischen Beitrag, aber kann mir irgendjemand sagen, habe ich vielleicht mal mit euch drüber geredet, was ich machen wollte? Nee. Vielleicht die achten hier die Dingsbums bei den Gangs unten? Aber da gibt's doch nur ein paar Rassisten. Das ist keine Ahnung. Rassisten aller Länder, vereinigt euch. Ich bin echt verwirrt. Sollten wir Besuch aus Polen kriegen oder sowas? Nee, seid ihr etwa Rassisten? Also nee. Ja, seid ihr. Klar seid ihr das. Zähle die Elfen in der Gang. Ja, gut. Das ist Gangpolitik, die Jojo noch nicht erfolgreich umgesetzt hat. Das wirst du niemals schaffen. Verdammt. Der Versuch davon könnte dich deine Position kosten, Schatz. Oh. Es gibt Dinge, die sollte man nicht ändern. Okay. Gut, dann Rassisten aller Länder, vereinigt euch. Bis zum nächsten Mal. Okay. Kaum ist sie an der Spitze und kaum will sie das Ganze eher in Richtung Syndikat treiben, ne? Oder die will sie Gang professionalisieren, das gefällt mir, das ist das gut, das nehmen wir. Schon wird sie eine übelste Nazi-Tante. Ich nehme keine Orks, ich nehme die dann erst, wenn die schon, keine Ahnung, ein Drittel ihres Lebens irgendwie verschenkt haben. Sonst sind die mir einfach nicht, die sind einfach zu dumm sonst. Hure. Hure. Schlimm. Aber was soll man machen? Man könnte sie höchstens abwählen. Durch Fäuste. Das klingt vernünftig. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Plundertaschen.